Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Normal Vegan zur Jahresabschlussfolge, zur Silvesterfolge. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, wie im letzten Jahr schon. Und das ist der liebe Tim Werner von Vegans for Future. Hallo zusammen, Aber hallo zusammen. er hat auch noch ein ganz anderes Projekt. Und da werden wir heute drüber reden. Ja, also Vegans for Future ist drunter. Okay. Nicht Okay, die wirklich. Folge ist noch keine 5 Minuten und der erste Moderator fängt an, sich auszuziehen. Sehr schön. Ja, es kann eine spannende Folge werden, aber es ist unser Gemeinschaftsprojekt, genau wie im letzten Jahr. Und wir werden versuchen, das Jahr aus unserer beider Perspektive ein wenig zusammenzufassen. So viel können wir verraten. Wir werden wieder aus Büchern vorlesen. Ein wenig, wir werden euch ein paar Bücher vorstellen. Wir werden bei mir die Folgen mal so ein bisschen grob überschlagen, so ein paar Highlights raussuchen. Und wir werden natürlich auch gucken, was du oder was ihr dieses Jahr alles so auf die Beine gestellt habt. Und naja, eine Sache springt da schon ins Auge, wenn man dich anschaut und nicht auf das drunter T-Shirt guckt, sondern auf das T-Shirt drauf. Und da freue ich mich und da bin ich sehr, sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast. Ja, also bei mir gab es dieses Jahr ein bisschen weniger Videos bei Vegans for Future. Dafür ein bisschen mehr Aktivismus für Plant-Based Treaty und deswegen auch heute ein bisschen gebrandet. Genau, aber das ist nun mal einfach so, wir alle haben nur eine begrenzte Menge an Zeit zur Verfügung. Und da muss man halt mit haushalten. Das muss man halt sehen, dass man es irgendwie hinkriegt. Und du hast wahnsinnig viel gemacht. Eine Sache haben wir auch zusammen gemacht. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Da werden wir auch noch drüber reden. Und das werden wir sicherlich auch in den Shownotes da nochmal verlinken. Also es wird musikalisch, es wird Bücher geben, wir werden über Liebe reden. Wir werden sehr viel über Aktivismus reden. Wir werden über Straßenfeste reden. Da haben wir uns nämlich dieses Jahr auch noch getroffen. Ja, ich glaube, es gibt einiges zu erzählen. Ja, es ist viel passiert dieses Jahr. Absolut. Aber ich sage mal, in unserem Sinne könnte ja auch noch viel, viel mehr passieren. Das immer. Das ist natürlich immer so. Das immer. Aber wir versuchen mal, ich sage mal, so einen groben Überblick zu geben. Da ich, glaube ich, durch die vielen Folgen jetzt ein bisschen mehr auf der Liste habe. Bei dir sind die Aktionen ein bisschen größer gewesen, aber bei mir ist es einfach an Menge ein bisschen mehr, an Einzelaktionen. Soll ich vielleicht einfach mal eben loslegen? Definitiv. Also eine Folge, über die ich auf alle Fälle kurz reden möchte und von der ich erzählen möchte. Wir sind nämlich dieses Jahr 2023 mit einer Hammerfolge gestartet und zwar mit der Linda Blankemeier, der einer Sportlerin, der internationalen deutschen Meisterin im Bodybuilding. Und ich meine, wenn eine Sache mittlerweile angekommen ist, oder sein sollte in der Gesellschaft, ist, dass immer mehr Sportlerinnen und Sportler sich vegan ernähren. Da denken dann viele aber an Ausdauersportlerinnen, Ausdauersportler. Bodybuilding, weiß ich nicht, ob du das so direkt auf dem Schirm gehabt hättest. Du meinst jetzt vor meiner veganen Zeit, glaube ich, ob ich als Omni-Bodybuilder auf dem Schirm gehabt hätte oder Bodybuilding Ja, gehabt ich sag hätte? mal so, dass es auch in dem Bereich, dass auch in diesem Bereich vegane Ernährung wirklich angekommen ist. Also von den Reaktionen, die ich so bekommen habe, würde ich sagen, das war für viele so ein Thema, was sie, glaube ich, so ein bisschen überrascht hat. Ja, also ich hätte vorher auch eher nicht dran gedacht, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe. Und es war wirklich eine großartige Folge. Wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt. Wir haben sehr viel erzählt und sie hat wirklich mit diesem Klischee, ohne tierisches Eiweiß kann ich ja keine Muskeln bekommen, hat sie wirklich aufgeräumt. Und ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Folge geworden, mit der wir auch nochmal viele sportbegeisterte Menschen erreicht haben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diese Folge in diesem Zusammenhang nochmal zu erwähnen, weil natürlich jeder von euch diese Folge zum Beispiel auch nutzen kann, um mit,
ja, um Menschen halt zu zeigen, dass es auf diesem Wege auch geht. Denn wenn der Einwand kommt nach dem Motto, ja, wo kriegt ihr Veganer denn eure Muskeln her? Dann könnte man zum Beispiel diese Folge nutzen, das ist die Folge 112, die erste Folge in diesem Jahr gewesen, diese Folge einfach mal weitergeben und zu sagen, pass mal auf, dann guck doch einfach mal, was möglich ist. Ja, ich sag mal, in dem Zusammenhang ist natürlich für Menschen, die Zugang zu Netflix haben, immer The Game Changers ein guter Tipp. Absolut. Na, für Sportbegeisterte, die nicht glauben können, dass man mit veganer Ernährung gute Leistungen im Sport bringen kann oder gar Muskeln aufbauen kann. Ja, und wen ich immer gerne dann vorstelle, ist Patrick Baboumian. Ja, natürlich. Na, einer der stärksten Männer der Ja, Welt. Ne? natürlich. Nur mit Pflanzenkost. Und natürlich die deutsche Variante vom Game Changer, We Like Victory, ein Film von Lars Oppermann, der auch hier schon zu Gast war. Und der Film ist kostenfrei im Internet zu sehen. Man muss nur auf die Webseite von ihm draufgehen. Dann kann man sich das Ganze anschauen. Und ich finde, das ist einfach nochmal eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Für die, die sagen, naja, in Amerika, American Football, da habe ich jetzt nicht so einen Vertrag mit und naja, in Amerika ist alles anders und Amerika und Amerika. Gut. Lars Oppermann spricht in dem Film mit Menschen hier in Deutschland, Benedikt Höwedes, Auch deutschsprachige Fußballer, Menschen auch können mit deutschsprachigen veganer Menschen. Ernährung gute Leistungen Und es bringen. gibt, und auch in Deutschland haben wir hervorragende Ja. Sportlerinnen und Sportler. Ja. Mir fällt jetzt gerade ein, kürzlich bin ich so einer Facebook-Gruppe beigetreten, irgendwie Vegan Bodybuilders oder so ähnlich. Ich müsste da nochmal Ja, den ja, genauen ja. Namen raussuchen. Fand ich spannend, weil die halt immer so Sachen gepostet haben, was für Leistungen man da jetzt erzielt hat und so weiter. Einfach. Ja, mal eben schnell geteilt. Guck mal hier. Wir haben keinen Muskelschwund. So, ne? Absolut. Das sind auch immer nette Akzente, die da aus dieser Gruppe Absolut. kommen. Ich bin auch in einer Gruppe, vegan, Bodybuilding und Fitness oder so ähnlich. Da habe ich diese Folge auch geteilt und darüber dann auch einige weitere Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen, die halt diese Schnittmenge einfach haben. Und ja, das ist also toll, wenn man auch dann mit Linda verbunden ist, über Social Media einfach mal so zu verfolgen, was sie eigentlich dieses Jahr alles so gerissen hat. Und ja, wie sie halt immer noch wächst und sportlich aktiv ist. Und das ist Nicht, wirklich, nicht, wirklich schön wächst zu nicht sehen. so, Nee, wächst so, ja. genau. Wobei man da ganz klar sagen muss, also sie hat das ja im Bereich Fitnessklasse gemacht. Sodass das jetzt nicht irgendwie, nicht, dass jetzt jemand denkt, oh, da ist jetzt einfach nur noch so ein So Muskelberg, ein Muskelberg, sondern ja. sehr, sehr ästhetisch und ja, muss man nicht machen. Muss man an dieser Stelle auch sagen. Aber man kann es machen. Und das finde ich ist eigentlich sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön. Und ja, also wenn ihr da Interesse habt, schaut gerne in die Folge nochmal rein. Dann ging es weiter bei mir mit, ja, mit Jürgen, Landwirtschaft, Wälder, Waldschutz. Eine Folge, die sehr, sehr häufig aufgerufen worden ist. Dann hatten wir Marion da von Stoppels offenem Lebenshof. Wir haben über Pferde im Karneval gesprochen mit Ärzte gegen Tierversuche. Wird jetzt auch bald wieder Thema werden. Wir werden da entsprechende Postings wieder zu machen. Immer noch sehr, sehr erschreckend, wie viele Pferde da im Karneval wirklich auf die Straße gezwungen werden. Freiwillig machen Fluchttiere das nicht. Und dann komme ich schon zu Sandra, die ich durch dich kennengelernt habe. Und vielleicht erzählst du einfach mal, warum wir uns dieses Jahr, Anfang des Jahres, getroffen haben. Im Februar war es, ne? Das dürfte Januar, das Ja. dürfte Anfang Februar gewesen Ja. sein. Ende Januar, Anfang Februar gewesen Genau. sein, was du da auf die Beine gestellt hast. Ja, wir hatten ja von Vegans for Future den ersten Song mit Lulu Hen rausgebracht. Und da wollte ich nochmal nachlegen. Und dann haben wir mit Liedermacherin Nette, schöne Grüße an dieser Stelle, liebe Ja, schöne Nette, Grüße. haben wir dann den zweiten Vegans for Future Demo-Song gemacht. Stell dir mal vor. Und ja, ich wollte das Ganze irgendwie mit einem vernünftigen Musikvideo untermalen.
hatte da eine Idee und dann haben wir das an einem Nachmittag gemeinsam gestemmt und ich glaube, das Ergebnis ist ganz nett geworden. Ich wollte so ein bisschen so eine Mischung haben von alt bis jung, männlich, weiblich. Leider waren es alles weiße Menschen, Ja, weil gut, ich keine anderen ja. Kontakte gefunden hatte auf die Schnelle. Also ein bisschen bunter hätte es mir auch noch gefallen. Ja. Aber so, es ging so ein bisschen um zu zeigen, so die breite Mischung der Bevölkerung ja, steht dahinter, hinter diesem Gedanken. Und ja, da war Sandra dann die junge Dame Ja, in und diesem das war Ranking. wirklich es war ein ganz bunter Nachmittag. Also das war auf dem Sonntag haben wir das, glaube ich, Ja. gemacht. Sonst irgendwie am Wochenende und tolle Lokalität, die du da ausgesucht hattest. Und dann wurden wir einzeln gefilmt, dann wurden wir in der Gruppe gefilmt. Dann gab es am Ende dann nochmal, dass Nette und du zusammen gefilmt war, was wir dann mehrfach wiederholen mussten, weil da so eine kleine, ja, so eine Performance damit bei war. Und wir haben so viel Spaß gehabt, wir haben so viel gelacht. Peter Hübner auch noch mit dabei, den ich gerade letzte Woche auf einer Demo von Ärzte gegen Tierversuche beim Lichtermarsch hier in Münster noch wieder getroffen habe. Und da haben wir uns noch ganz nett unterhalten. Ja, meine Mama war dabei. Deine Mama war Am dabei. oberen Ende des Altersspektrums. Ja, Ja. und da muss man ganz ehrlich sagen, wir hatten in der Folge mit dir, also wir haben über deine Mama immer mal gesprochen und ich finde es wirklich großartig, ja, wie sie sich engagiert und wie sie sich einbringt. Also auch gehen ganz liebe Grüße raus, auf alle Ja, liebe Fälle. Mama. Ja, das war toll. Ja, kleine Anmerkung an der Stelle. Die Location ist leider, also der Vegan Workspace Dortmund hat kürzlich die Pforten geschlossen. Konzept ist nicht ganz aufgegangen. Sie konnten es nicht finanzieren und haben jetzt dann leider geschlossen. Aber ich fand es war eine super Idee. Vielleicht nicht die richtige Zeit. Keine Ahnung. Vielleicht auch noch nicht am passenden Ort. Ja, es war so ein bisschen versteckt im Es war so ein Hinterhof, bisschen versteckt und nicht es besonders war zentral. genau nicht besonders zentral, ne? Also ich glaube, so dass diese Coworking Space, dass die schon auch funktionieren können, aber vielleicht dann an anderer Stelle. Dann war auch schon der Dennis bei mir, Folge 118. Auch eine Besonderheit. Dennis, ein Laufkollege von mir, der nämlich dieses Jahr zweimal bei mir zu Gast war. Einmal hat er berichtet, wie er sehr, sehr viel Gewicht verloren hat und was er früher für ein Leben geführt hat, wo auch Alkohol eine Rolle gespielt hat, wo Übergewicht eine Rolle gespielt hat, wenig Bewegung und heute ein extrem guter Läufer, sehr, sehr aktiv. Und der hat dieses Jahr an einer Challenge teilgenommen, das ist in Wales, einen Lauf gelaufen, der einfach unfassbar war. Also wo die wirklich über Stock und Stein über Tage Kilometer zurückgelegt haben. Also das ist wirklich auch so eine Geschichte. Das ist Folge 118. Da lernt ihr ihn im Prinzip kennen. Und dann gab es aber noch mal viel weiter hinten Folge 146, den Mountain Dragons Back Race. Und diese Folge, also wenn ihr wirklich mit Laufen oder am Laufen Spaß habt, das ist eine Geschichte, die kann man sich an. Abgesehen davon, dass es halt einfach interessant ist, auch Wales da so ein bisschen kennenzulernen und diese widrigen Wetterbedingungen, also die hatten es so heiß, wo die nicht mitgerechnet haben. Ja. Es war knallheiß zu dem Zeitpunkt. Also auch eine ganz, ganz tolle Geschichte für alle, die sportlich unterwegs sind. Jetzt hast du gerade dein Laufen erwähnt. Ja. Laufen gegen Leiden. Ja. Ich glaube, die eine oder andere Person da draußen weiß noch nicht genau, wie funktioniert das eigentlich? Also ich meine, ihr geht gemeinsam laufen, aber es kommt ja auch immer ein Spendenbetrag dabei zustande. Laufen gegen Leiden ist ein veganer Laufsportverein, der spendenbasiert arbeitet. Wir haben circa 500 Mitglieder, aber Mitgliederinnen. Da kommen natürlich immer mal wieder Spenden über. Da, wo besonders gespendet wird, ist bei den Gute-Nacht-Läufen. Das heißt, in ungefähr 50 Städten in Deutschland findet immer bei Vollmond
ein Gute-Nacht-Lauf statt, immer um 20:30 Uhr. Und da wird dann in Gruppen gelaufen. Dafür muss man weder Vereinsmitglied sein, man muss theoretisch nicht mal vegan unterwegs sein. Man sollte natürlich vegan freundlich sein, das ist klar. Bei den Läufen wird sehr, sehr Immer viel schön geredet. freundlich sein, oder? Immer seid lieb zueinander, seid lieb Ja. zueinander. Respektvoll sein und wir reden natürlich viel über Podcasts, über Bücher, über Restaurantempfehlungen, über neue Produkte, die es gibt. Im Übrigen ja auch eine Änderung, die ich dieses Jahr vorgenommen habe, dass ich zum Abschluss des Fragebogens die Menschen noch einmal frage, ob es irgendwie ein neues Produkt gibt, was sie besonders innovativ finden. Und da machen wir auch ein bisschen was. Genau, und über diese Gute-Nacht-Läufe nimmt der Verein jeden Monat circa 800, 900 Euro ein. Zu speziellen Aufrufen waren es dann auch schon mal Das sind 1000 dann Aufrufe. Menschen, die spenden dafür, dass ihr lauft. Nee, das sind Menschen, die zu dem Lauf kommen Ja. und ich sage mal einen Obolus, 1 Euro, 3 Euro, 5 Euro, je nach Gusto zahlen. Mir das Geld, also ich sage mal, an dem einzelnen Standort ist halt immer jemand, der das leitet, der sammelt das Geld ein und der leitet es an den Verein dann weiter. Und es ist sehr schön, dass du das gerade ansprichst, weil der Verein hat jetzt gerade gestern, glaube ich, wir nehmen jetzt am 21. Dezember auf. Gestern war es, glaube ich, 10.000 Euro überwiesen an 5 Lebenshöfe, also insgesamt jeweils 2.000 Euro. Hat dann nochmal eine größere Ausschüttung gemacht, um auch da Lebenshöfen die Möglichkeit, eine Unterstützung zu geben, um besser über den Winter zu kommen. Denn gerade jetzt wird natürlich Heu und Stroh gebraucht. Also, ich bin dem Verein sehr verbunden, ich bin da sehr drin verwurzelt. Einige meiner besten Freundinnen und Freunde habe ich durch den Verein kennengelernt. Und ich glaube, es ist wirklich ein sehr interessanter Verein, denn es ist unerheblich, wie viel du läufst. Das heißt, wenn du jemand bist, der sagt so Anfang des Jahres, so ich möchte ein bisschen sportlich sein und ich möchte einfach. Ich laufe so in der Woche 5 Kilometer. Ein Lauf, 5 Kilometer. Dann bist du bei uns genauso willkommen, wie wenn du jemand bist, der 100 Kilometer in der Woche läuft, der 100 Kilometer am Stück läuft oder so wie in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, bevor es jetzt auf Sprichelt von Weihnachten Jens, gehört, ne? habe ich Jens, der Ja. 230 Kilometer gelaufen ist am Mal Stück. eben. 230 Kilometer. Also wir haben Und da das auch nur auf wirklich Gras und Stein. das nur auf Basis Ja. von Gras und Steine. Ja. Und ja, genau. Also ganz egal, wo man da steht, man ist da willkommen. Die Gute-Nacht-Läufe werden zeitlich immer so ein bisschen, also vom Tempo her angepasst, sodass eigentlich jeder, der motiviert ist, mitlaufen kann. Wie gesagt, immer bei Vollmond. Ich werde das unten nochmal verlinken. Schaut da gerne mal Aber rein. jetzt nur um die Logik nochmal nachzuvollziehen. Ich gehe laufen, tue also meiner Gesundheit was Gutes und gleichzeitig bringe ich Geld mit, was ich dann in die Genau. Vereinskasse einzahle und tue Was ich Lebenshöfen was Gutes, also in den unabhängig. Spendentopf tue und das wird zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr immer mal wieder ausgezahlt. Jetzt gab es halt wieder so eine Winteraktion. Es gab aber auch eine Nothilfe, als es im ja, als dieses schreckliche Unwetter im Ahrtal so viele ja, Menschen getroffen hat. Da waren Lebenshöfe auch betroffen und auch die konnten wir dann unterstützen. Da wurde genau dieser eine Lauf, der in dieser Zeit gefallen ist, also der erste Lauf danach, der wurde genutzt, um dafür Geld zu sammeln. Ähnliche Aktionen haben wir mitgemacht mit Ein Herz für alle Wesen, die auch, wo ich einen traurigen Anruf bekommen habe, wo es halt auch darum ging, dass eigentlich dringend Geld gebraucht wurde. Dann habe ich dem Vorstand das vorgeschlagen und gesagt, können wir nicht den nächsten Lauf zugunsten des Vereins machen? Und das haben wir dann gemacht und da sind dann sogar über 1000 Euro zusammengekommen. Also da ist die Bereitschaft zu geben schon einfach schön. Und es ist natürlich ein schönes Gefühl, wie du schon sagst, man tut für sich selber etwas. Man ist draußen unterwegs und ja, das macht schon sehr, sehr viel Spaß und sehr, sehr viel Sinn. Ich denke mir gerade, es ist so ein bisschen wie so ein Sparklub, nur man trifft sich nicht zum Saufen in der Kneipe, sondern zum Laufen draußen.
Genau. Und einige dieser Menschen hast du ja auch immer schon mal wieder kennengelernt bei verschiedenen Veranstaltungen. Also wir treffen uns natürlich auch zu Läufen, wir treffen uns bei Laufveranstaltungen. Es wird 2024 für alle Läuferinnen und Läufer, die auch gerne so Trail laufen, eine ganz interessante Laufveranstaltung geben. Ein Trail, der von einer kleinen Gruppe lieber Menschen, wundervoller Menschen bei Laufen gegen Leiden organisiert wird. Auch das werde ich unten in die Shownotes packen. Und die haben das ganz geschickt geplant, dass das wird ein fester Parcours sein, eine feste Strecke sein, die ich einmal laufen kann oder mehrfach laufen kann, um auch da wieder jedem die Möglichkeit zu geben, dabei zu sein. Auch das werde ich unten verlinken. Aber ich glaube, wir müssen jetzt einfach weitermachen. Weil du Also die. gerade die Katastrophe im Ahrtal und die Lebenshöfe dort erwähnt Ja. hast, ich hatte, ich glaube, es war kurz nach der Katastrophe, das ist ja jetzt schon 2 Jahre her, ne? Ich Ich meine, glaube es auch. ist schon 2 Jahre Ich her. glaube auch. Ja. Und da hatte ich ja so einen Hilferuf bekommen von der Carmen, vom Tierhaus e.V. Die brauchte dringend Hilfe und unter anderem sagte sie auch, sie ist auf der Suche nach jemand, der als Nachfolger oder Nachfolgerin den Hof vielleicht übernehmen könnte. Und da ja, habe ich jetzt vor kurzem, vor ungefähr 3 Wochen, die traurige Mitteilung bekommen, dass die Carmen verstorben ist. Aber zwei befreundete Lebenshöfe in der Nähe haben sich dann um alle Tiere gekümmert. Es sind jetzt nur noch irgendwie eine Handvoll Katzen übrig, die noch ein neues Zuhause suchen. Also allen anderen geht es gut, alle haben ein neues Zuhause bekommen. Aber ja, das hat mich doch sehr getroffen, weil ich habe Carmen kennengelernt damals, hatte dieses Interview mit ihr gemacht und so ein herzensguter Mensch. Aber ja, so wie ich erfahren habe, ist sie wohl schnell und friedlich verschieden. Ja, aber das Es ist musste nicht natürlich, großartig leiden, ja. ja, aber das ist natürlich sehr, sehr traurig. Und ja, wir werden gleich auch noch zu Lebenshöfen kommen. Ich bin auf einem Lebenshof dieses Jahr gewesen, Meleave Animal Sanctuary in Nähe der holländischen Grenze, Sögel, oder? in Sögel, Sögel, genau, so ein bisschen. Ja, ich glaube, da kann man durchaus schon sagen, so ein bisschen Norddeutschland ja. Richtung holländische Grenze. Und die haben unfassbare 2000, über 2000 Tiere, weil die sehr, sehr viele Hühner, Gänse, Enten auch haben, sehr viele Katzen. Unfassbar viel Arbeit, die da einfach auf die beiden zukommt. Aber auch da, wenn man sich einfach mal vorstellt, was ist, wenn diesen Menschen etwas passiert? Wer ist dann noch da? Also Ja. diese Verantwortung, die mit so einem Lebenshof einhergeht, die ist so immens groß. Ich meine, wie oft hört man das gerade in der veganen Szene? Ja, mein Traum ist es, so einen Lebenshof zu haben. Aber was da für eine Ja. Verantwortung, für einen Druck ist. Und es muss ja auch gar nichts Schlimmes sein, dass man dauerhaft ausfällt. Es reicht ja, wenn du mal eine Woche krank bist Absolut. und nicht aus dem Bett kommst Ich vor Schwäche oder habe mir so, ne? gerade gesagt, glaube ich, Stoppels offener Lebenshof. Zwei, glaube ich, Marion und Lebensgefährte, glaube ich, beide an Corona erkrankt. Und auf einmal war da, musste da ganz, ganz viel organisiert werden. Ja. Also das ist schon etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Womit wir euch aber nicht entmutigen wollen. Also wer das Herzensprojekt Lebenshof in Angriff nehmen möchte, wir brauchen mehr davon. Ja, aber ich würde sagen, jeder, der diesen Wunsch hat, der diesen Traum hat, möge erstmal die Lebenshöfe unterstützen, die es gerade gibt, denn die brauchen alle Hilfe. Und wenn man sich da zeitlich reingefuchst hat, also sich tief zeitlich eingebracht hat und vielleicht auch finanziell eingebracht hat, dann hat man, glaube ich, auch, bekommt man ein Gespür dafür, ob man das wirklich auch selber will. Ob man Ja. diese Verantwortung in dieser Form wirklich übernehmen will. Und wenn man es dann noch machen möchte, super, meldet euch bei mir, wir machen eine Folge, wir machen einen Spendenaufruf, können wir alles machen. Mir lief im Übrigen auch durch eine
Freundin der beiden, die das machen, Marc und Lothar, durch eine liebe Freundin, die sich damit einbringt. Und die hat mich angeschrieben und hat gefragt, sag mal, wäre das nicht auch mal ein Thema? Ja, und das ist toll. Also wenn ihr Lebenshöfe kennt und sagt, Mensch, das sind tolle Menschen, die solltest du auch mal interviewen. Oder wenn es Menschen gibt, die sich sehr mit dem Thema Klima auseinandersetzen, ihr habt das Gefühl, Mensch, die sollte Tim mal interviewen, schreibt uns an. Also wir freuen uns. Ja, sehr gerne. Also ich bin immer verlegen um neue Themen und du bist immer verlegen um Ja. neue InterviewpartnerInnen, weil du ja wöchentlich auch dein Pensum hältst. Ne? Ja, wir haben jetzt aktuelle Folge aufgenommen, ist die abgedreht schon die Folge 159. Also 159 Interviews. Es gibt noch ein paar zusätzliche Folgen, da werden wir nachher vielleicht nochmal kurz drüber sprechen. Auch die Folge heute ist ja die Jahresabschlussfolge. Ich weiß gar nicht, ob wir die mit Nummern versehen haben, das weiß ich jetzt gar nicht. Da So ein müsste Christmas Special. ich, nee, ich glaube, wir hatten Neujahrs-Special oder Silvester-Special. Ja. Also es gibt auch immer noch mal ein paar andere Folgen, aber auf alle Fälle können wir auf 158, 159 Interviews zurückblicken und das jede Woche eine neue Folge. Und ich weiß, du hast es ja auch lange gemacht. Du weißt, was Ja, das es für ist, ein Aufwand ist, ich der meine, dahinter steht. ich hab jetzt noch ein bisschen mehr Aufwand gehabt bei der Post-Production, weil ich immer, was weiß ich, Ja. noch viele Sachen einblende, wissenschaftliche Fakten versuche zu vermitteln. Aber ja, sich jede Woche die Zeit nehmen und das dann nachher auch schön passend schneiden, die Shownotes schreiben und so weiter. Überhaupt erstmal mit der entsprechenden Person in Kontakt zu treten. Und ja, das funktioniert ja auch immer nicht mal eben mit einer Nachricht über Instagram, denn viele, gerade die etwas prominenteren Gäste, die bekommen so viele Anfragen, die bekommen so viele Nachrichten, dass sowas schnell untergeht. Aber da sind wir eigentlich schon bei einem der prominenteren Gäste, vor allen Dingen auch aus dem wissenschaftlichen Bereich, denn Dr. Marcel Sebastian war bei mir zu Gast, den ich tatsächlich auch bei einer Lesung überrascht habe. Also ich bin zu einer Lesung von ihm gegangen, wo er mit Friederike Schmitz zusammen gelesen hat. Und nach der Lesung bin ich dann auf ihn zu und habe gesagt, na, ich habe dich schon mal angeschrieben. Und er sagte, ja, ich kann mich erinnern. Ich sage so, jetzt habe ich einen Terminkalender, sollen wir denn jetzt mal einen Termin machen? Ja. Und das hat er gemacht und es ist eine tolle Folge geworden. Dr. Marcel Sebastian hat unter anderem dieses Buch geschrieben. Streicheln oder Schlachten, warum unser Verhältnis zu Tieren so kompliziert ist und was das über uns aussagt. Ja, wir haben gesagt, wir lesen auch ein bisschen vor. Ja. Ich lese vielleicht mal das Intro, im Übrigen überall in den Büchern als Lesezeichen natürlich die wunderschönen Karten von Hartmut Kiewert. Auf dem Cover auch, ne? Und das im Übrigen, das Cover ist auch von ihm, ja, Ja, genau. ja. Ja, ein großartiger Maler mit wunderschönen Dystopien. Nee, Utopien. Für uns Utopien, für Ja. Westfleisch Dystopien. Ja. Aber das ist natürlich immer eine Sicht, aus der wir gucken. So, nach wie vor muss ich die Brille abnehmen zum Lesen, sonst wird das nichts. Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Der Beziehungsstatus zwischen Menschen und Tieren ist kompliziert. Während wir als Gesellschaft einige Tiere als Individuum wahrnehmen, die ein Recht auf ihr eigenes Leben haben, betrachten wir andere vor allem durch die Brille ökonomischer Verwertbarkeit. Beziehungen zu Hunden und Katzen sind von Liebe und Zuneigung geprägt und diese Liebe scheint bei einigen Menschen schier grenzenlos. Also ich meine, es ist ja Wahnsinn. Wenn man sieht, dass wahrscheinlich ja zu Weihnachten einige Katzen, einige Hunde Weihnachtsgeschenke bekommen haben. Ich habe sogar davon gehört, dass es Hunde gibt, die Adventskalender Adventskalender, hab ich auch gesehen. haben. Adventskalender für Hunde. Ja. Ich mag Hunde, deswegen. Und gut, aber Warum auch nicht?
Begegnungen mit Wildtieren lösen oft tiefe Faszination und Ehrfurcht aus. Den Tränen nahe beobachten manche von uns Wölfe, Wale und Adler in freier Natur. Die Existenz der einen Tierart ist uns unbekannt. Für das Überleben der anderen sammeln wir Millionenbeträge an Spenden. Manche Tiere werden sogar als heilig verehrt. Die tiefe symbolische Bedeutung von Tieren kommt auch in Märchen, Mythen und Sprichwörtern zum Ausdruck. Schlau wie ein Fuchs. Das scheu wie ein Reh sind wir manchmal, aber auch dumm wie ein Schwein. Andere Mensch-Tier-Beziehungen sind von Abneigung und Angst geprägt. Ratten und Kaninchen werden in vielen Städten als Schädlinge bekämpft und verdrängt. Ratten und Kaninchen wurden angesprochen. Ich kann euch nur sagen, scrollt mal durch. Bei uns, bei ganz normal vegan, immer wieder Thema auch Tauben. Wunderschöne Tiere in meinen Augen und ich finde es sehr, sehr traurig, wie wir mit denen umgehen. Spinnen sind in den meisten Wohnungen ungebetene Gäste und werden wahlweise zerdrückt oder von friedfertigen Gemütern auf dem Balkon ausgesetzt. Wenig friedfertig gehen wir Menschen mit den Tieren um, die zu Schnitzel, Wurst und Nackensteak verarbeitet werden. Besonders die industrielle Haltung von Hühnern und Schweinen wird von vielen Menschen als Massentierhaltung kritisiert und abgelehnt. Nochmal. Der ganze Satz nochmal. Besonders die industrielle Haltung von Hühnern und Schweinen wird von vielen, ich möchte sagen, den meisten Menschen als Massentierhaltung kritisiert und abgelehnt. Trotzdem essen die meisten Menschen in westlicher Gesellschaft Fleisch. Das ist tatsächlich auch beim Straßenaktivismus total häufig, dass Leute sagen: Ja, so Massentierhaltung finde ich schrecklich. Und wenn du dann die Frage stellst: Ja, isst du denn noch Produkte aus Massentierhaltung? Dann ist denen das gar nicht so bewusst. Die denken immer: Ja, ich hole es doch vom Metzger meines Vertrauens. Und dass das dann auch aus der Massentierhaltung kommt, ist denen gar nicht bewusst. Ja, und genau darum geht es in diesem Buch. Also ich kann euch das nur empfehlen. Es geht wirklich um diese kognitive Dissonanz, warum wir das eine machen. Und ich finde, es ist, obwohl es sehr wissenschaftlich ist, trotzdem sehr gut zu lesen. Hila Seskin, die ich mehrfach eingeladen habe. Also ihr müsst mir nicht mehr den Hinweis schicken, dass ich sie einladen soll. Sie weiß es, dass sie herzlich willkommen ist. Und irgendwann kriegen wir das hoffentlich auch hin. Schreibt über das Buch ein glänzend geschriebener Wegweiser durch den Dschungel der Mensch-Tier-Beziehung. Und das finde ich auch. Und von daher glaube ich, dass, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, das eigentlich in jedes Bücherregal gehört. Ich glaube, Das ist nämlich das Problem, dass die Menschen sich gar nicht damit auseinandersetzen. Wie ist unsere Beziehung zu Tieren? Wie verkorkst sind wir als Gesellschaft im Bezug auf Tiere? bei mir ging es dann weiter, unter anderem mit Dennis vom Verein Vegane Polizei. Wegpol. Wegpol, ja. Da gab es durchaus auch einige Leute, die das so ein bisschen kritisch gesehen haben. Das weiß ich, aber ich fand es einfach großartig und wertvoll, zu zeigen, dass es verschiedene Berufszweige gibt, wo auch aus dem Beruf heraus Menschen sich mit diesem Thema auseinandersetzen, sich mit der Ernährung auseinandersetzen, in diesem Fall ja sogar noch weitergehen und sagen, naja, wo kann auch vielleicht die Berufsbekleidung, die Arbeitskleidung angepasst werden, dass auf Leder verzichtet wird und all solche Geschichten. Ich fand es eigentlich ganz spannend, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und ich kann nur sagen, das Gespräch mit ihm war wirklich toll. Wir haben sehr viel auch über Klimaschutz gesprochen, über dein großes Thema. Wir haben sehr viel über Verpackungsmüll und solche Sachen gesprochen und Dinge, die ihn eigentlich sowieso immer beschäftigt haben. Aber wenn wir zum Thema Klima kommen, da weiß ich, da hast auch du noch ein Buch dabei, was du uns vielleicht mal kurz vorstellen kannst. Ich linse da immer schon drauf, denn es ist, so viel kann ich sagen, es ist vorhin ein wunderschöner Pinguin drauf. Genau. Aber vielleicht erzählst du einfach mal, worum geht es in dem Buch und was macht für dich dieses Buch so wertvoll? Ja. Und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich zeige das mal. Das hier
sind alles, ich sag mal, Zettel, die er sich reingemacht oder Markierung. Also dieses Buch wurde nicht gelesen, dieses Buch wurde erarbeitet, sage ich mal, Durchgearbeitet, genau. durchgearbeitet. Ja, also ich habe auch jetzt gar keine Stelle vorbereitet, die ich vorlesen könnte. Es sind immer so kleine Häppchen, wo ich mir denke, so, boah, das musst du dir merken. Dann kommt der Textmarker zum Einsatz und dann kommt da so ein Fähnchen oben dran. Der Autor heißt Charles Eisenstein. Ich bin auf den gestoßen durch das Buch Die schönere Welt, die dein Herz kennt, ist möglich. Oh, ultra langer Titel, aber extrem spannend, weil er so über den Tellerrand hinaus denkt, so outside the box. Und er sagt ganz klar, wenn wir den Planeten retten wollen, unsere Zukunft retten wollen, dann dürfen wir nicht den Fehler machen, ihn zu versuchen zu retten mit dem System, das ihn eigentlich kaputt macht. Ja, also schönes Beispiel in diesem Buch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das heutzutage, ob es noch zeitgemäß ist, dass sozusagen die Reise nach Jerusalem, das Spiel. Keine Es Ahnung. ist Es der ist Name nichts. des Spiels, so wie wir es Ja, kennengelernt haben. Und ich genau. denke, dass viele von euch mit diesem Titel des Spiels was anfangen können. Es werden ein paar Stühle in die Mitte Genau. gestellt. Also das Beispiel geht so: Stell dir vor, wir spielen die Reise nach Jerusalem mit 1000 Menschen und haben nur 950 Stühle. Ja? Das heißt, 50 Menschen fliegen immer raus und ja, sind im Hintertreffen, übertragen auf das Weltgeschehen, verhungern oder sind irgendwelchen Unsicherheiten ausgeliefert und so weiter. Und allein, weil die Spielregel des Spiels ist, wir haben grundsätzlich zu wenig Stühle, kann es nie Gerechtigkeit geben. Ich kann versuchen, dieses Spiel in 1000 verschiedenen Varianten durchzuspielen. Solange die Spielregel ist, es gibt immer zu wenig Stühle, habe ich immer Diskriminierung und ich habe immer Ausbeutung auch der Natur. Natürlich. Na? Und er sagt, wir müssen im Grunde genommen das System so verändern, dass die Spielregeln verändert sind. Was wäre, wenn wir die Spielregeln so ändern? Es gibt 1000 Stühle und die Regel ist, wir müssen den passenden für unseren Hintern finden. Dann entsteht nämlich eine Kooperation. Du, meiner ist zu klein, wie wäre es? Wollen wir tauschen? Es gibt ja genug. Ja, Wir haben alle einen ja, Stuhl. ja, ja. Ne? Ja, im Grunde genommen sagt er, das Problem bei unserer ganzen Klimadebatte ist, dass wir. Er nennt das Kriegsmentalität, dass wir versuchen, einen Bösewicht auszumachen. Und in unserem Fall ist der Bösewicht CO2. Ja? Alles wird reduziert auf diesen einen kleinen Bösewicht, den es zu bekämpfen gilt. Was wir dabei aber völlig aus dem Blick verlieren, sind die anderen komplexen Interaktionen, die auf diesem komplexen Planeten das Leben ja, zusammenflechten. Ja. Das heißt, wenn wir alles nur bewerten nach der Menge an CO2, die es ausstößt oder aufnimmt, dann vergessen wir dabei zum Beispiel das Artensterben, weil, was weiß ich, diese Insekten, die da aussterben, die machen kein CO2, die binden kein Ja, klar, CO2, natürlich. sind uns egal. Wir müssen uns auf den Kampf gegen den Kohlenstoff konzentrieren. Und deswegen, ja, haben wir so viele planetare Belastungsgrenzen, die überschritten werden, die in der medialen Aufmerksamkeit bei null sind. Ich war im September auf der Animal Rights Conference und habe dann einen Vortrag gesehen. Da hatte der Vortragende ausgerechnet, wie viel Prozent der Klimaberichterstattung erwähnt das Thema Landwirtschaft. Es Okay. war bei 0, irgendwas Prozent. Also 99, irgendwas Prozent reden nur von fossilen Energien und von Treibhausgasen. Und niemand erwähnt die Landwirtschaft als Problem, nicht nur für Treibhausgase, sondern auch für Zerstörung von Ökosystemen, die Treibhausgase aufnehmen, die aber auch ein Zuhause bieten für Arten, für Spezies, für Biodiversität unverzichtbar sind, die Wasser filtern und den Wasserkreislauf regulieren. Und all diese Dinge, die noch mit hineinspielen in die Notwendigkeiten für unser Überleben, in, ich sag mal so, die Lebenserhaltungssysteme des Raumschiffs Erde.
ist nicht nur der Luftfilter, wo jetzt irgendwie, oder ne, wenn wir es ja jetzt mal auf so ein Raumschiff übertragen, ist nicht nur die Heizung, die zu hoch gedreht Ja. ist, sondern es ist auch das Wasser, was dreckig ist und die Korridore, die vermüllt sind und, und. War das aber nicht auch so ein bisschen Hintergrund dessen, dass du ja dich ja oder mitgegründet hast, weiß ich jetzt gar nicht, Vegans for Future, weil Fridays for Future ja eigentlich auch viel zu oft den Part Ernährung ausgeklammert hatte, beziehungsweise ich will nicht mal sagen, ausgeklammert hat oder sondern dem einfach keine Beachtung geschenkt Blinder hat. Fleck, Ja, das wirklich. war wirklich ein blinder Fleck. War das mit ein Grund, warum ihr das? Also, um ganz ehrlich zu sein, wir haben Vegans for Future gegründet, weil wir gesagt haben, wenn wir Treibhausgase reduzieren wollen, dann geht das nicht nur über die Fossilen, sondern auch über die Ernährung, und die kommt zu kurz in der Klimadebatte oder in der Klimaschutzbewegung. Mittlerweile bin ich da aber auch ein Stück weiter und denke, gerade auch nach diesem Buch hier, CO2 und Treibhausgase sind nicht alles. Und ich habe ja auch in letzter Zeit viele Vorträge gehalten, wo wir dann auch immer die planetaren Belastungsgrenzen anschauen. Und der Klimawandel bzw. die globale Erhitzung ist nur eine von 9 planetaren Belastungsgrenzen. Und die ist noch nicht mal am weitesten überschritten. Also zum Beispiel der Land Use Change, also auf Deutsch, gut Deutsch gesagt, die Naturzerstörung oder Ökosystemzerstörung, Umwandlung von Ökosystemen in Nutzbarmachung für Menschen, oder auch die Verseuchung der Umwelt mit chemischen Substanzen oder genmanipulierte Substanzen und so weiter. Novel Entities heißt diese planetare Belastungsgrenze. Sind extrem wichtig für unser Überleben, für unsere Zukunft, ja, und werden von der fossilen Energiedebatte null abgedeckt. Null. Auch das Artensterben ist ein riesengroßer Faktor. Und wenn wir versuchen, diese Überschreitung der planetaren Belastungsgrenzen herunterzubrechen auf eine Tätigkeit der Menschheit, dann sind wir ganz schnell auf unserem Teller Ja. beim Essen. Weil unser Essen macht nicht nur Treibhausgase. Es macht auch Landzerstörung, es macht auch Wasserverschwendung, es macht auch Vergiftung von Böden, von Natur und so weiter. Und insbesondere das Artensterben, ja, weil bei der globalen Erwärmung, da hast du so einen Pfad. Es wird halt immer wärmer. Ja. Die Wissenschaft diskutiert nur darüber, wie schnell. Ja? Beim Artensterben. Hier geht was kaputt, da geht was kaputt, da sterben welche aus. Und irgendwann macht es Peng. Dann kollabiert das ganze System, weil dann irgendeine Tierart plötzlich ausgestorben ist, die extrem wichtig war für alle anderen. Dann geht wie so ein Domino, Effekt, ne? Effekt, fliegen dann die daran hängenden Spezies weg, und plötzlich kollabieren Ökosystemleistungen. Das ist nicht vorhersehbar, wie bei der Erhitzung. Ja. Und ich zitiere dann immer ganz gerne den Matthias Glaubrecht, ist Professor für Biodiversität in Hamburg. Und der sagt, wir müssen uns die Biodiversität auf diesem Planeten, die Artenvielfalt vorstellen, wie die Daten auf einer Festplatte eines Computers. Ja? Ein Teil davon ist sinnloser Quatsch, irgendwelche Urlaubsfotos, die wir nie wieder angucken. Ein Teil davon ist aber auch Betriebssystem. Wichtig, damit der Computer läuft. Und was machen wir Menschen, indem wir Biodiversität zerstören? Wir löschen wahllos irgendwelche Datenpaketen von dieser Festplatte, ohne überhaupt zu wissen, was das ist. Und wenn wir irgendwann was löschen, was das Betriebssystem braucht, dann kollabiert es von heute auf morgen. Das geht dann ganz schnell. Und das sind so Dinge, die werden in der Klimaschutzbewegung nicht kommuniziert. Und Das ist deswegen aber finde ich es so wichtig. ein sehr, sehr schönes Bild, was du da aufmachst. Und was ich finde, wäre das auch immer sehr, sehr schön erklärt und immer auch sehr, sehr zeitgemäß auf den Punkt bringt, ist Dr. Marc Benecke, der ja, ich glaube, jedes Vierteljahr einen In Vortrag letzter Zeit hält monatlich sogar. oder teilweise monatlich einen Vortrag hält und immer die aktuellsten Studien vorstellt. Metastudien raussucht und die erklärt und Grafiken erklärt. Also das auch wirklich eine absolute Empfehlung. Unter dem Stichwort Time is up. Also das so heißt die Ja. Reihe der Vorträge.
und hat er in letzter Zeit monatlich aktualisiert. Ich glaube sogar, er hat bei dem letzten Video gesagt, das war jetzt das letzte, ihr müsstet jetzt Bescheid wissen, jetzt gilt es zu handeln. Ja, gut. Ja, also es sind auch immer sehr erschreckende Entwicklungen, über die er berichtet. Ja. Glaube, wir machen mal ein bisschen weiter, Wir weil müssen sonst, also ich sage, vorwärts wenn kommen. wir in der Geschwindigkeit weitermachen, dann sitzen wir in 3 Stunden noch hier, weil wir haben natürlich noch ganz viel auf dem Zettel. Ich mache mal ein bisschen schneller durch, wo ich auf alle Fälle darauf hinweisen möchte: Folge mit Ine Lumaya, die einfach wunderschöne Bilder Oh ja. malt. Gerade auch zum Thema Tauben, Respekt Tauben. Dazu hat es auch noch eine spezielle Folge gegeben, komme ich gleich nochmal zu. Das fand ich ganz wichtig. Sophia Hoffmann war zu Gast. Für mich eine absolute Highlight-Folge 125. Sophia Hoffmann, wunderschöne Bücher, Kochbücher gemacht, hat ein eigenes Restaurant in Berlin. Aber darüber hinaus ist sie Aktivistin auch für verschiedene oder für Frauenrecht, möchte ich einfach mal sagen, für Gerechtigkeit. Und sie war dieses Jahr auch zu Gast als Reaktion auf ein, sie hat ein Reaktionsvideo gemacht, ein Reel gemacht zum Teilabschnitt aus dem Hotel Matze, einer der tollsten Podcasts, wie ich finde, von Matze Hilscher. Und da gab es eine Szene, wo es um Gewalt gegen Frauen ging. Und Sophia hat dazu ein Reaktionsvideo gemacht. Das wiederum hat dann Matze gesehen und hat dann, obwohl er in dem Video von Sophia natürlich so ein bisschen angegriffen wurde, wirklich, sag ich mal, den Arsch in der Hose gehabt. Und das rechne ich ihm ganz hoch an, Sophia anzusprechen. Und hat Sophia eingeladen und hat mit ihr dann ein Gespräch geführt und hat all diese Sachen aufgebrochen und hinterfragt, warum ihre Reaktion so heftig war und so weiter. Und auch diese Folge im Hotel Matze. Es ist vermessen für Hotel Matze aus meiner Perspektive jetzt Werbung zu machen, weil er ist einfach für mich einer der größten überhaupt. Aber wenn ihr es noch nicht kennt, möchte ich halt einfach darauf hinweisen, Hotel Matze, hört euch das gerne mal an. Gerade die Folge mit Sophia Hoffmann finde ich ganz, ganz großartig. Darüber hinaus gab es dann in dem Umfeld, wir sind jetzt also ungefähr 7, 8 Monate zurück, wir sind also auch noch relativ weit am Anfang des Jahres, gab es eine Laufaktion, Laufen hilft, basierend auf einer Laufaktion Bewegung hilft, die es 2024 wieder geben wird. Und da haben wir verschiedene Videos zu gemacht, denn es ist eine Laufaktion, wo man sich laufend, wandernd, gehend daran beteiligen kann, Geld zu sammeln. Und ich finde es einfach schön, dass Menschen Zeit investieren und in diesem Fall ein Sportgeschäft auch sehr viel Geld investiert, um eine Aktion auf die Beine zu stellen, einen Spendenlauf auf die Beine zu stellen, wo Geld gesammelt wird für Menschen, denen es nicht so gut geht. Und in diesem Fall wird es 2024 wieder der ambulante Kinderhospizdienst südliches Münsterland sein, dem ich sehr verbunden bin, wo ich einige der Kinder persönlich kenne, einige der Familien persönlich kenne und der Aktion Roter Keil. Auch die wird unterstützt von dieser Aktion. Auch da schaut er gerne mal rein. Anfang des Jahres, ich glaube, 15. Januar geht es, glaube ich, los oder Anfang Januar geht es los. Bis Mitte März. Also man kann auch da, egal wann ihr das jetzt hört, ob ihr die Folge auch erst Ende Januar hört, also ihr könnt auf alle Fälle da noch mit dabei sein. Schaut da auf alle Fälle mal rein. 2023 ist die Aktion ausgefallen. Da hat die liebe Imke, eine ganz liebe Freundin von mir, auch da, liebe Grüße gehen raus, eine eigene Aktion auf die Beine gestellt, die hieß dann Laufen hilft. Und auch da haben wir einiges an Geld gesammelt, dass wir dann spenden konnten. Jetzt würde ich gerne eine Buchempfehlung geben. Habe das Buch aber nicht da.
Von Kevin. Von Kevin. Ja, super Buch. Ja. Veganachismus. Thesen Veganismus. zum Verhältnis zwischen Veganismus und Anarchismus. Kevin von Neo C, einer tollen Band. Wenn ihr Spotify gerade nebenbei offen habt, gebt mal ein Neo C. Von Neocortex. Tolle Band aus Münster. Tolle Lieder gemacht, aber da werden wir auch noch mal zu kommen. Wir haben dann einige queere Geschichten gemacht. Unter anderem habe ich mit India über queere Tiere auch über das Buch Nur gesprochen. kurz, weil du jetzt schon weitergehst. Aufgrund deines Interviews mit Kevin habe ich mir das Buch gekauft. Also jetzt nur mal, was man so bewirkt. Okay, Nur mal als und Feedback. ich weiß von Ja. einigen, die sich aufgrund des Interviews das Buch Queere Tiere gekauft Ja. haben. Also von daher, ja, das funktioniert. Und dann ein spannendes Interview mit Manuel aus Österreich. Also liebe Grüße gehen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer aus Österreich, wo wir über das Thema Milch gesprochen haben. Abgestillt. Abgestellt. Ja, Manuel Meintl. Es ist immer noch erschreckend, wie viele Menschen nicht wirklich auf dem Schirm haben, dass eine Kuh schwanger sein muss, um Milch zu geben. Dass Faszinierend, ne? erst nachdem sie das Kälbchen bekommen hat, sie eigentlich gemolken werden kann. Das war die beste Frage beim Straßenaktivismus. Wann gibt die Kuh Milch? Ja, immer. Wenn sie genug Gras gefressen hat oder im Frühling oder weiß ich nicht, wenn es regnet. Faszinierende Antworten, die da Ja, kommen. also frag das gerne mal im Bekanntenkreis. Stellt einfach mal diese Frage. Und es ist erschreckend. Also wir reden jetzt nicht davon, dass Kinder das nicht wissen. Wir reden jetzt auch nicht davon, dass erwachsene Menschen glauben, dass eine Kuh lila ist. Wird immer wieder sarkastisch gesagt, dass es so ist. Aber Glaube die ich lila nicht. Kühe, die machen ja Kakao. Ach so. Ah, dann. Oh, das wusste ich auch noch nicht. Nee, ich dachte, dass dafür werden dann Ich die. zumindest als Ja. Kind. Dafür wären die braun-weißen Kühe Ach da. Die so. schwarz-weißen waren für Milch und die braun-weißen waren für Kakao. Ah, okay. Aber Ja. okay, lila ist dann, bei lila kommt dann direkt die Schokoladenwürfel raus. Nicht. Nicht. Interessante Folge. Komischerweise gar nicht so häufig aufgerufen. Dabei finde ich diese Aktion abgestillt sehr, sehr gut. Und ich habe die Begrifflichkeit tatsächlich übernommen. Und oft, wenn ich irgendwo in der Praxis bin und man mir einen Kaffee anbietet und dann fragt mit Milch, dann sage ich, nee, ich bin schon abgestillt. Also ich hab diese Begrifflichkeit übernommen und man wird dann immer so ein bisschen irritiert angeguckt. Ja, das ist ein netter Stopper, um Leute ins Denken zu bringen. Genau. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich Und hatte dann. letztens die Situation beim Bäcker, habe ich gefragt, ist da Milch drin? Nee, wieso? Sind sie allergisch? Ich so, ja, ich bin allergisch gegen Tierquälerei. Da musst du es auch erstmal nachdenken, was ich damit meine. Ja. Aber funktioniert, weil wenn es dann mit einem Lächeln sagst und dann noch die Erklärung hinterherkommt, dann ja, Kann man sich mal mit auseinandersetzen. lernen Menschen dazu. Und es ist ja nach wie vor so, dass viele sagen, ohne Käse, ohne Milchprodukte, kann ich mir nicht vorstellen, dass das oftmals die große Hürde ist zwischen vegetarisch, vegan, immer doch noch so ein bisschen an der Milch, an dem Käse festzuhalten. Ja, aber spätestens, wenn man das System Milch gesehen hat, Cowspiracy gesehen hat, dann weiß man, dass das. Es gibt auch einen kürzeren Doku-Film von Earthling Ed, relativ neu, Milked. Oder Milk? Milk? Milk oder Milked? Such doch einfach nochmal raus, Lass mich wir mal packen schauen, ihn unten blend in die mal an. Shownotes. Oder Ungefähr hier. du blendest es. Also, Tim hat mir wieder versprochen, ich darf ihm das Rohmaterial Hab ich das mitgeben. gemacht? Das hast du gesagt. Ja. Also jetzt haben wir es vor laufender Kamera. Also ich möchte dich an dieser Stelle nochmal fragen. Lieber Tim, möchtest du dieses Video nachbearbeiten? Ja, ich will. So, also ihr habt es alle gehört, er wird es nachbearbeiten und dann kriegt ihr natürlich wieder wunderbare Einblendung. Was ich unbedingt noch erwähnen muss, ich sehe das gerade, Folge 132 war die Folge mit Martin. Und da haben wir über die Tauben gesprochen, weil wir das gerade bei Ihnen, bei Nina, Ihnen Lohmeyer schon mal angesprochen haben. Tauben ist ein Riesenthema. Sollte ein viel, viel größeres Thema sein. Martin kümmert sich wunderbar um die Tiere. Und da sollte man sich nochmal mit
auseinandersetzen. Dann, weil ich gerade queere Themen angesprochen habe, eine für mich etwas schockierende und traurige Nachricht. Folge 134 war mit Amaya Julie, einer Transfrau. Und wir haben über Streaming gesprochen, wir haben über ADHS gesprochen, wir haben über Transidentität gesprochen. Und ich kann, du kennst das von YouTube, du hast so ein Backoffice und du kannst gucken, wie häufig wurde eine Folge aufgerufen. Das war in diesem Fall, aktuell sind es irgendwie das ganze 6 Monate her, ungefähr 300 Aufrufe. Das ist jetzt gar nicht so wenig. Aber ich kann auch sehen, wie viel Daumen hoch bekommt jemand. Und das kann jeder sehen. Was man bei YouTube nicht mehr sehen kann, wie viel Daumen runter gibt es. Und wenn ich da sehe, dass diese Folge einer der Folgen ist, wo es scheinbar viele negative Reaktionen gegeben hat, denn sie hat, einige Videos von mir haben so eine Positivitätsrate von 100%, oder das sind viele Videos, viele haben 98, da gut, erstmal einer, der irgendwie einen Daumen runter macht. Hier sind wir, glaube ich, irgendwie bei 83%. Und leider muss ich sagen, spiegelt das die Transfeindlichkeit wider, die wir in unserer Gesellschaft immer wieder erleben. Und ich sage es auch aus dem Grunde, weil es vielleicht auch einfach nochmal deutlich macht, wie wichtig es ist, Videos, die wir machen, die wir online stellen, mit einem Daumen hoch zu bewerten. Denn wenn ich 10 Personen habe und ich weiß, dass ich mich da wiederhole, ich habe 10 Personen, einer macht einen Daumen runter, dann sind 10% negativ, 90% positiv. Habe ich 100 Leute, die reagieren, einer macht den Daumen runter, 99 den Daumen hoch, ist es nur 1%. Und das macht für den Algorithmus einfach einen Riesenunterschied. Da habe ich ja mittlerweile sogar in Münster auf der Bühne, auf der Veggie-Messe drüber gesprochen, auf der Veginale, oder Veggie und Fair Trade, Fair gut, Fair Good, genau. ne? Und ich habe da auf der Bühne gestanden, habe genau über dieses Thema gesprochen, komme ich gleich sicherlich nochmal zu. Ich finde es interessant, weil du hast es jetzt ja gerade so dargestellt, als ob das so die durchschnittliche Gesellschaft widerspiegelt. Aber ich denke, wir können sicher davon ausgehen, dass die meisten Menschen, die deinen Video-Podcast sehen, vermutlich vegan lebende Menschen sind, oder? Absolut. Und vor dem Hintergrund finde ich es eigentlich sehr befremdlich, dass da ein so großer Prozentsatz ja, scheinbar ein Problem damit hat. Absolut. Weil Tim, da bin ich ganz bei dir. ich würde es Ich eher weiß umgekehrt natürlich, sehen, also ich ne? sage mal so, es ist natürlich immer so, es gibt Folgen, manchmal sieht man es auch so ein bisschen an der Klickrate, wo nur ich die Folge teile, abgesehen natürlich von Anne, Hanna, Dennis, also so will ich meine gefühlt engsten Verbündeten, die natürlich jede Folge mitteilen, Ivi, Daniel, die, von denen ich einen super Support bekomme. Und dann gibt es natürlich auch die Folgen, wo die entsprechende Person selber das auch macht. Und ich glaube, wenn du dir erstmal ein paar Hater erarbeitet hast, so möchte ich es mal Okay, sagen, ja klar. dann klicken die natürlich überall, die gucken, was hast du denn da wieder gemacht? Und dann gibt es auch den Daumen runter. Von daher, Vermutlich war es eher so, ich will nicht daran ja. glauben, dass Menschen, die diesen Podcast hören, die für Respekt gegenüber Tieren, allen Lebewesen, oder die diesen Gedanken haben, allen Lebewesen gegenüber respektvoll zu sein, dann aber meinetwegen Transmenschen oder überhaupt auch, wenn es um allgemein queere Themen geht, da dann, ich sag mal, sagen, nö, aber das finde ich jetzt ganz doof und da gibt es jetzt einen Daumen runter. Ich sage das, also auf der einen Seite bestürzt es mich ein bisschen und ich hoffe, dass wir das auf Dauer ändern können. Auch dieses Thema wird immer wieder hier aufpoppen. Das verspreche ich euch, weil ich möchte mit ganz normal Vegan ja einen möglichst breiten Querschnitt durch die Gesellschaft machen.
Und wir werden diese queeren Themen immer wieder mit aufnehmen. Aber ich hoffe natürlich auch ja, auf ganz viel Verständnis von Menschen, die angespornt von dem, was ich jetzt gesagt habe, vielleicht dann doch noch einen Gmail-Account eröffnen, damit sie bei YouTube einen Daumen hoch geben können oder einen Kommentar schreiben können. Leute, es ist wirklich wichtig. Ich habe dazu eine ganze Folge gemacht mit Marcello, den du ja auch kennst, den wir sehr schätzen vom Volksverpetzer, wo wir darüber gesprochen haben, wie wichtig es ist, Online-Aktivismus zu betreiben. Und Online-Aktivismus ist liken, kommentieren und teilen, primär, und natürlich auch einfach so ein Video mal komplett durchlaufen zu lassen. Denn auch da reagiert der Algorithmus drauf, ob jetzt ein Video immer nur für eine Sekunde aufgemacht wird oder ob ein Video auch wirklich mal durchläuft. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade deutlich genug geworden ist. Also selbst wenn man jetzt gerade keine Zeit oder keine Lust hat, es zu Ende zu sehen, einfach laufen lassen im Hintergrund, damit der Algorithmus merkt, oh, das ist ein interessantes Video und das anderen vorgeschlagen wird, ne? Absolut. Ja, wir sind Mitte des Jahres. Hattest du nicht zu Queere Tiere noch ein Buch dabei? Nee, Queere Tiere, das Buch habe ich leider tatsächlich gerade nicht Ach so, da. okay, sorry. Aber ich habe noch zwei Bücher. Du hast noch ein Buch. Wo Wir sind wir denn jetzt müssen monatsmäßig im Jahr? monatsmäßig, würde ich sagen, sind wir ganz gut im Rennen. Wir sind jetzt so vor 5 Monaten, also wir haben die Mitte des Jahres überschritten. Dann würde ich gerne an der Stelle reingrätschen, was ich Mitte des Jahres gemacht habe. Das wollte ich gerade sagen, denn wir sind im Sommer durchaus auch draußen unterwegs gewesen. Ich war auf dem veganen Sommerfest in Berlin, habe viele Menschen getroffen. Und es ist natürlich die Zeit, wo man draußen richtig was machen kann. Und ich bin gespannt, wo hast du dich rumgetrieben? Eine Sache weiß ich, Ja. denn auf einem Straßenfest haben wir uns getroffen. Das war sehr, sehr schön. Aber was hast du im Sommer gemacht und wo hast du deine Zeit verbracht? Also auf der einen Seite habe ich mit Vegans for Future ziemlich viel Tournee gemacht, also mit dem Infostand. Wir waren von Eckernförde, Vegan Summer bei Maurice bis unten im Saarland in Geislautern bei der Vegan Fantasy Fair. Erste Messe, die versucht hat, das Thema Veganismus mit dem Thema Cosplay und Fantasy und so weiter zu verquicken. War wunderschön. Ja, hab da wirklich eine Menge Infostände gemacht. Auch Schließung aller Schlachthäuser, Demos und so weiter. Ne? Auf der anderen Seite war ich im Sommer aber auch sehr viel unterwegs für Plant-Based Treaty. Man sieht es hier. Heute mal nicht in Grün. Wir waren im Juni auf der Klimakonferenz in Bonn. Also abgesehen von der jährlichen Hauptklimakonferenz, die ja dann immer an einem anderen Ort stattfindet, findet die Zwischenklimakonferenz immer in Bonn statt. Weil Okay. da ist der Stützpunkt der UNFCCC, so heißt das Ding. Und ja, auf dieser Klimakonferenz haben wir vegane Hotdogs verschenkt vor der Tür. Und wir hatten mega lange Schlange, weil die Delegierten drinnen haben da nur, ja, ich sag mal, irgendwelche komischen Tierprodukte angeboten bekommen und wussten, draußen gibt es was geschenkt und es ist auch noch tierleidfrei und es ist auch noch nachhaltig. Und da waren viele Delegierte und Delegiertinnen, sagt man das? Egal. Auf jeden Fall begeistert von diesem Angebot. Und da haben wir sehr viel Werbung gemacht für den Plant-Based Treaty. Und ich merke im Nachhinein immer, wenn ich dann auf einem veganen Markt bin, kennst du schon den Plant-Based Treaty? Und vegane Menschen sagen, ne, habe ich noch nie von gehört. Du Ich auch, muss ne? gestehen, du hast mir da natürlich von erzählt, aber ich würde dich natürlich bitten, noch ein bisschen mehr auszuholen und zu sagen, was ist das? Was habt ihr da gegründet? Was habt ihr da auf die Beine gestellt? Was ihr macht, hast du ja schon ein bisschen angeteasert, aber erzähl mir erstmal, was ist das für ein, oder erzähl uns erstmal, was ist das für eine Organisation?
Also ins Leben gerufen wird das Ganze vom Safe Movement. Safe Movement ist seit über 12 Jahren dafür bekannt, Mahnwachen vor Schlachthäusern zu machen. Animal Safe Movement. 2018 wurde das aufgebranched in Climate Safe, Health Safe und Animal Safe, einfach um verschiedene Interessensgruppen in der Bevölkerung auch fokussierter ansprechen zu können. Und aus dem Climate Safe Movement ist dann so diese Plant-Based Treaty Kampagne entstanden, weil wir einfach gesagt haben, es reicht von der Geschwindigkeit für die Transformation, die wir brauchen, um den Planeten zu retten, um unsere Zukunft irgendwie nachhaltig zu gestalten, braucht es mehr als einfach nur Menschen, die sagen, ich boykottiere Tierprodukte und lebe es anderen vor. Das geht einfach nicht schnell genug. Was wir dringend auch brauchen, ist eine Veränderung von oben, wo Regierungen Gesetze dementsprechend anpassen, um eine schnelle Transformation des Agrar- und Ernährungssystems hinzukriegen. Und der Plant-Based Treaty ist im Grunde genommen ein Angebot an die Regierungen der Welt, schließt euch zusammen unter diesem Plant-Based Treaty und einigt euch darauf, dass wir eine Agrarwende machen wollen. Angelehnt ist das Ganze an den Fossil Fuel Treaty, den gibt es schon etwas länger. Das ist dann quasi das Abkommen der Regierungen der Welt. Wir wollen aus den Fossilen aussteigen. Und hier geht es um den Ausstieg aus der Tierindustrie. Die drei Kernforderungen, die der Plant-Based Treaty beinhaltet, sind erstens Stopp der weiteren Expansion der Tierindustrie. Also keine neuen Schlachthäuser genehmigen, keine neuen Massentierhaltungsanlagen bauen lassen, keine weitere Brandrodung für irgendwelche Weiden- oder Futtermittelanbau. Also im Grunde genommen die Zerstörung durch die Expansion der Tierindustrie erstmal stoppen. Weil ein alter Wald ist tausendmal mehr wert als ein neuer, den ich erst frisch pflanzen muss. Ne? Was Biodiversität angeht, was auch CO2-Bindung angeht. Und die zweite Kernforderung ist die aktive Transformation des Agrar- und Ernährungssystems durch entsprechende Gesetze, durch Umleitung von Subventionen weg von der Tierindustrie hin zu pflanzenbasierten Lebensmittelanbau. Durch Informationskampagnen, die von der Regierung von oben kommen, liebe Bürger, es ist nachhaltiger, wenn wir uns pflanzlich ernähren und so weiter. Und die dritte Kernforderung ist im Grunde genommen hinter uns aufräumen. Also die Wiederaufforstung von Urwäldern, die Renaturierung von Ökosystemen, die Wiedervernässung von Mooren. Also kurz gesagt, lasst uns die Abrissparty beenden, uns neu ausrichten und hinter uns aufräumen. Das sind die Kernforderungen des Plant-Based Treaty und wir versuchen, möglichst viele Unterschriften zu sammeln von Einzelpersonen, aber auch von NGOs, von Unternehmen, von ganzen Kommunen sogar, um Druck aufzubauen und sagen zu können, liebe Bundesregierung, in unserem Fall liebe Bundesregierung Deutschland, so und so viele Menschen in deinem Land, so und so viele Städte in deinem Land fordern eine aktive Agrar- und Ernährungswende, damit wir vernünftig in die Zukunft kommen können. Und ja, da können Menschen, hallo, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, auf plantbasedtreaty.org, hier steht die Adresse, einerseits auf Endorse klicken, das Wird heißt, bestimmt auch nochmal der wird eingeblendet bestimmt unten. nochmal eingeblendet, mache ich eine Wette. Ich weiß ja nicht, wer das Ich habe nachbearbeitet. eine Idee. Also wenn ihr auf Endorse klickt, das heißt so viel wie ich nehme an der Petition teil. Muss man nur Name, E-Mail-Adresse, Stadt angeben und schon ist die Stimme gezählt. Man kann aber auch über Act Now auf so eine E-Mail-Kampagne kommen. Da kann man mit nur einem Klick an alle politischen Vertreter und Vertreterinnen des Stadtrates in der eigenen Stadt eine Okay. E-Mail abschicken lassen, die sie dazu auffordert, bitte unterstützt doch den Plant-Based Treaty als Politiker oder als Politikerin oder gar tragt es in den Stadtrat, ob eure Stadt unterstützen möchte. Also wir haben zum Beispiel schon prominente Städte gewonnen, Los Angeles, Edinburgh in Schottland. Amsterdam hat kürzlich unterschrieben, ist noch nicht offiziell raus. Ich hoffe, das ist es, bis die Folge online ist. Aber ja, ein Stadtteil, der so einen eigenen Regierungsbezirk ausmacht von London und so weiter. Also der Druck wird immer höher, um dann nachher sagen zu können, liebe Regierungen, das will die Bevölkerung. Ja? Weil wir können Veränderungen schaffen, indem wir Mehrheiten schaffen. Und darum geht es. Und ich weiß gar nicht, ob du es weißt.
Aber ich bin ja gerade ganz aufgeregt, weil da gibt es eine tolle Kombination. Hoaxilla sagt dir was. Wie? Hoaxilla. Nein. Hoaxilla ist ein Podcast von ein Podcast, an dem auch Marcello vom Volksverpetzer immer wieder aktiv teilnimmt. Aber ich weiß jetzt, ich komme jetzt nicht auf alle Namen. Auf jeden Fall ist der Tommy Krappwald damit bei. Sind verschiedene ganz, ganz interessante Personen, die sich immer wieder zusammensetzen, um über Themen zu diskutieren. Ich werde das unten verlinken. Bitte nehmt mir das jetzt nicht übel, dass ich eure Namen jetzt gerade nicht aus dem Stegreif sagen kann. Wenn Marcello hier wäre, er könnte es. Wie gesagt, ist er regelmäßig auch zu Gast. Und die haben in einer ihrer letzten Folgen eine Podcast-Folge. Wir werden sie unten verlinken. Und das Schöne ist, sie gibt es meistens auch als Videostream bei YouTube oder bei Twitch. In diesem Fall, glaube ich, bei YouTube. Darüber gesprochen, wie kann ich mich aktiv am politischen Geschehen beteiligen, indem ich Politikerin anschreibe? Inwieweit schreibe ich denen einen Brief? Wie komme ich an die Adresse? Schicke ich das nach Berlin oder in den eigenen Wahlkreis? Wen suche ich aus? Wie komme ich, wie gesagt, an die Adresse? Was sollte ich reinschreiben? Und ich sehe das jetzt gerade einfach mal so als Erweiterung. Da kann ich natürlich reinschreiben, Leute, kennt ihr Plant-Based Treaty? Und setzt euch doch damit aus. Wäre das nicht etwas, was wir von der Stadt unterstützen können? Also wenn es so ein bisschen um Inhalt geht, also in dieser Folge wird alles schrittweise genau beschrieben, wie komme ich dahinter, wen sollte ich anschreiben, aber das in der Kombination. Also tatsächlich habe ich die letzten Monate damit verbracht, mit meinen Kolleginnen E-Mail-Adressen von allen Städten Deutschlands, von allen Stadtratsmitgliedern zu sammeln. Ist eine verdammt große Fleißarbeit. Aber die Datenbank ist jetzt da. Also auch andere, Ja, aber ich glaube, die da was machen wollen, da kann man sicherlich ich finde es ja, aber ja Informationen auch gar austauschen. nicht schlimm, wenn man, wenn Politikerinnen, Politiker von verschiedenen Leuten aufs gleiche Thema angesprochen werden. Also ich meine, Definitiv. ne, steht da Tropfen, höhlt den Stein. Wie du es eben sagtest, wenn so prominente Influencer eine Nachricht unter vielen bekommen, dann übersehen die sie. Genau. Ne? Aber wenn da 100 Nachrichten kommen, die denselben Inhalt haben, dann kann man es nicht mehr ignorieren. Genau. Das ist Also die. von daher eigentlich eine tolle Kombination. Also erstmal besucht die Webseite. Social Media seid ihr wahrscheinlich auch vertreten. Könnt ihr mir vorstellen, da gibt es Einblendungen zu. Ansonsten natürlich Links in den Shownotes. Ich muss das jetzt mal hier so ein bisschen zeigen, sonst bin ich hinter dem Mikro. Ja, tolle Geschichte. Ja, Sollten wir auf alle und Fälle aufgreifen. parallel, unsere Kollegen waren jetzt zum Beispiel auf der Klimakonferenz in Dubai. War ja die erste Klimakonferenz, wo mal ein bisschen über Ernährung gesprochen wurde, einen Tag lang. Es gab sogar ein extra Ernährungspavillon, War wo ProVeg, glaube ziemlich. ich, auch dran Ja, beteiligt. ja, ja, ja. ProVeg war auch da. Die haben das, glaube ich, gab es auch dieses Jahr eine Folge mit Chris Pupper. Und die hatte mir das nämlich auch erzählt, dass auch eine Aktion war, weil man auch da über Ernährung sprechen wollte. Ich finde es spannend, Ja. dass man jetzt auch mal über Ernährung im Zusammenhang mit Klima spricht. Es ist so ein bisschen der Situation geschuldet, dass der aktuelle Präsident der Klimakonferenz ein Ölmulti ist und sich gedacht hat, wenn die über Ernährung reden, reden sie weniger über mein Öl. Aber es ist positiv für die Ernährungswende. Absolut. Ja. Und es ist nun mal so, müssen wir uns nichts vormachen, aufs Auto zu verzichten, ist für viele, die berufstätig sind, schwerer, als ihre Essgewohnheiten zu verändern. Ja, Ist einfach so. ja. Soll ich mal Definitiv. weitermachen? Mach weiter. Schaut vorbei, Auf alle plantbasedtreaty.org. Fälle. Also Leute, versprecht mir das. Guckt da drauf. Also ich werde es auf alle Fälle machen. Wir haben sehr viel über Tierschutz geredet. Dieses Jahr, da gab es interessante Folgen zu mit Jenny von Ein Herz für alle Wesen. Wir haben aber auch gesprochen mit
Expertise for Animals, was eigentlich eine schöne Kombination. Jenny von Ein Herz für alle Wesen, Rechtsanwältin. Und Expertise for Animals, eine ja, Expertinnengruppe, die sich gebildet hat, um bestimmte Themen nochmal genauer zu hinterfragen und zu durchleuchten. Unter anderem haben sie ein White Paper rausgebracht und das wird in diesem Interview, das ist die Folge 143 mit Sophie Medlin, auch vorgestellt, zum Thema Anbindehaltung gemacht. Ich meine, jetzt haben wir abgestillt schon angesprochen, aber ich sage mal, auch die männlichen Tiere haben es natürlich nicht besser. Anbindehaltung, aber auch bei Milchkühen, eine ganz, ganz, in meinen Augen, ganz, ganz grausame Geschichte, die zum Kulturgut ernannt werden sollte. Ganz wichtig, dass wir die weiter anketten. Sonst Ja, weil stirbt wir, unsere nein, haben wir Kultur. ja, haben wir ja immer schon so Ja, gemacht und das ist ja das ist ja auch Kultur. so eine schöne Kultur, dass wir Tiere anketten. Das müssen wir unbedingt Traurig. weitermachen. Anderen Tieren geht es ganz gut. Wir haben über Lebenshilfe gesprochen, unter anderem in den Folgen 141, 142. 142 ist Relief Animal Sanctuary. Und in der Folge vorher habe ich mit Natascha und Rico von Burg Nagezahn gesprochen. Für mich eine der süßesten Folgen überhaupt, weil Natascha und Rico einfach großartig sind, Ich sehe wundervoll da sind. das Stichwort Chinchilla, war auch ein Chinchilla mit dem Interview. Die haben auch über ihre Chinchilla gesprochen und gerade die Geschichte mit den Chinchillas, die kann ich euch wirklich nur empfehlen, weil ich weiß, wo die beiden leben. Wir haben zwei Chinchilla und ich weiß, wo die leben, nämlich bei denen im Badezimmer. Und seitdem ich die Folge mit denen aufgenommen habe, träume ich immer davon, irgendwann da mal hinzufahren und da dann aufs Klo zu gehen. Und weil Natascha nämlich gesagt hat, die springen dann auch, also wenn du die Hose runter, die springen dann schon mal gerne in dieses Nestchen, was sich dann quasi zwischen den Beinen bildet. Und wenn ich mir das vorstelle und Ich jetzt hast hatte du ja da. früher einen Chihuahua-Mischling. Die musste auch immer in der runtergelassenen Hose sitzen, wenn ich auf dem Klo Ja, also von daher war. Scheint irgendwie gemütlich zu ist sein. das so eine witzige Geschichte. Und natürlich die Folgen mit den Lebenshöfen natürlich auch immer so eine. Ja, so eine Herzensangelegenheit von mir. Auch Tierische Glück Lebenshof war zweimal in diesem Jahr zu Gast. Mit der lieben Caro, aber auch mit Markus. Auch da bilden sich gleich wieder verschiedene Gruppen. Also Markus, der für Metzger gegen Tiermord. Der neue Metzger, der Der neue neue, es gibt Ex-Metzger. noch einen neueren Ja. Ex-Metzger, den habe ich auf der Demo auch schon kennengelernt. Aber Markus, der Kräuterbengel, war halt auch mit da. Wunderschön, ihn wieder zu treffen. Aber auch Erik, der Fetzgermeister, war dieses Jahr zu Gast. Also auch die Folgen mit Metzger gegen Tiermord, finde ich immer, machen sehr, sehr viel Hoffnung, weil sie halt einfach zeigen, ja, auch wenn ich Metzger bin, ich habe den Schalter umgelegt und ich denke mal, wenn diese Menschen das können, dann können wir es doch eigentlich auch alle, oder? Und von daher macht das sehr viel Hoffnung. Aber die Lebenshöfe, Markus, ehemaliger Metzger, lebt heute auf dem Lebenshof und kümmert sich da um die Tiere ganz, ganz toll. Und ja, die Lebenshöfe brauchen einfach unsere Unterstützung. Und die einfachste Unterstützung ist von meiner Seite aus, dass wir die Lebenshöfe vorstellen. Und daran könnt ihr euch beteiligen, indem ihr gerade auch diese Folgen supportet und teilt, 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 damit mehr Menschen überhaupt erstmal erfahren, was auf so einem Lebenshof passiert, was die Tiere durchgemacht haben, die da sind und wie wir heute diesen Tieren eine neue Perspektive geben können. Und ich weiß, du hast auch einen Lebenshof, dem du sehr verbunden bist und eigentlich müssten wir da auch mal irgendwie sehen, dass wir da auch mal eine Folge für ganz normal Veganer Gerne, mitnehmen. ja. Monroe Ranch meinst du? Die Monroe Ranch in Mönchengladbach? Ja. Ja, meine Frau, die hat früher dort gearbeitet, als ich sie kennengelernt habe. Dementsprechend war ich dann auch recht häufig da. Man ist freundschaftlich verbunden, man kennt die Tiere dort persönlich. Ja, wenn du da einen Kontakt brauchst, Ja, gerne, gerne. sehr, sehr gerne. Dann war Christa,
Eine Folge, die sehr oft aufgerufen wurde vom Feinschmecker. Also auch einfach eine, menschlich gesehen. Ich habe ihn dann auf der Messe wiedergenommen. Ich habe ihn zweimal live getroffen, einmal auf der Messe, nachdem wir die Folge aufgenommen haben. Und ich kann einfach nur sagen, das klingt jetzt komisch, wenn ich sage, aber egal, ob ihr guckt oder nicht guckt, ich profitiere von diesem Podcast ungemein, weil ich wundervolle Menschen kennenlerne. Ich gebe euch die Chance, auch sehr, sehr viele wundervolle Menschen hier kennenzulernen. Ich lerne sie kennen. Ihn auf der Messe dann in Live zu treffen, war einfach super schön. Als wir uns diesen Sommer in Hagen, glaube ich, in Hagen auf dem Straßenfest getroffen haben. Wir kommen nachher noch zu den Musik. Haben wir uns in Hagen War getroffen? das nicht Hagen, wo Carrots Don't Cry gespielt hat? Wo Kati und Olli auf der Bühne waren. Osnabrück? Nee, 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 das war auf alle Fälle, das Ach, du war meinst Iserlohn? Iserlohn. Iserlohn? In Iserlohn, Ja. wo wir auf dem Straßenfest, also wo ich im Interview, also Carrots Don't Cry waren endlich bei mir im Podcast. Letzte Woche, ne? Ist noch gar nicht so lange Ja. her. Wenn die Folge jetzt rauskommt, dann 3, 4 Wochen Oh, her. wir haben Aber eine Zeitreise vor 3 Wochen. genau, guck dir einfach mal. Es war eine total spannende Folge. Ich schätze die Band sehr. Und an dem Tag waren nur zwei da, Kati und Olli. Und ich sag mal, aktiv im Publikum zeitweilig zwei Menschen, die fast genauso laut gesungen haben wie Kati und Olli auf der Es war Bühne. aber auch ein unglücklicher Platz, weil man an der Stelle, wo man die Band sehen konnte, voll von der Sonne gebrutzelt wurde. Ja. Aber wir haben alles gegeben vor der Ja. Bühne und wir haben sehr laut mitgesungen. Ich sage nur 10.000 Tränen. Also ja, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das macht es halt auch einfach aus. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr Menschen seht, die hier im Podcast zu Gast waren, geht einfach mal auf diese Menschen zu und sagt, Mensch, ich habe dich da im Podcast gesehen. Die freuen sich alle. Ja. Und ich habe so viele Menschen, egal ob in Berlin, so viele Menschen auf dem veganen Sommerfest am Alexanderplatz getroffen, als auch auf verschiedenen Straßenfesten. Also die liebe Judith hat irgendwann in Bochum beschlossen, hat gesagt, so ich gehe mir jetzt was zu essen holen, weil mit Carsten über so ein Straßenfest zu gehen, das ist unmöglich, weil alle paar Meter blieben wir stehen. Ivi und Daniel waren auch noch mit dabei, Rainer konnte leider nicht. Und alle paar Meter bin ich stehen geblieben, weil ich wieder mit irgendjemand getroffen habe. Und es ist einfach unfassbar schön, wenn sich so eine Gemeinschaft ausbildet. Da sei auch nochmal die Freundschaftsgruppe erwähnt. Jetzt habe ich mir ganz spontan gerade mal die Frage gestellt, wäre das nicht was, wenn du mal so einen eigenen Stand hast auf so einem Straßenfest, wo du dann quasi so wie so beim Speed-Dating Leute immer in dein Interview reinkriegst? 5 Minuten quatschen, der nächste bitte oder die nächste bitte? Können wir mal So drüber eine nachdenken. spontane Wir Idee. gucken Ganz mal, was wir spontane daraus machen Idee. können. Aber eine Sache ist daraus entstanden, aus dieser Freundschaftsgruppe, durch Empfehlung von Martin und auch der lieben Esther, ein Interview mit Anouk und Caro, die den Podcast Dünger und Schokolade haben. Eine der witzigsten Folgen, die ich hier je gemacht habe. Es gibt Folgen, da werden wir jetzt gleich auch drüber reden, die sind traurig. Die sind hart, da reden wir über Tierqual. Aber die Folge 148, also wenn ihr schlechte Laune habt, wenn es euch nicht gut geht, diese Folge, also ich glaube nicht, dass ich eine Folge habe, in der ich mehr gelacht habe als mit Anouk und Caro, die im Übrigen auch einen tollen Podcast machen, wo es um Pflanzen, speziell solchen Pflanzen wie da, wo die Gans jetzt drin sitzt, die spielt in dem Videopost, in dem Interview auch eine Rolle, und über vegane Ernährung sprechen. Also das kann ich nur empfehlen. Hört euch das mal an. Aber natürlich gab es auch harte Themen. Unter anderem waren da Samara und Matthias von Transformation Deutschland. Samara kennt ihr vielleicht. Sehr, sehr bekannt geworden in diesem Jahr durch ein Video gemeinsam mit Robert Marc Lehmann, das ihr vielleicht gesehen habt oder das ihr zumindest wahrgenommen habt
Ich kann ja verstehen, dass viele solche Videos nicht mehr sehen wollen aus der Mast, weil sie einfach sagen, ich bin schon vegan, warum soll ich mir dieses Leid nochmal angucken? Samara hat da sehr, sehr viel gemacht und die haben ein tolles Video aufgenommen, das für viele noch Nicht-Veganerinnen so ein Augenöffner war. Von daher bin ich da sehr, sehr dankbar. Und die beiden waren da und haben, also Samara und Matthias von Transformation Deutschland waren bei mir zu Gast und haben mit mir über eine Agrarwende gesprochen. Und wenn wir jetzt bei Agrarwende sind, dann weiß ich, hast du ein Buch mitgebracht, das genau dieses Thema, die nötige Agrarwende, die es eigentlich, ja, die Wende, die es gerade braucht, nochmal ganz gut beschreibt? Oder worum geht es in dem Buch? Also erstmal ist das Buch von George Monbiot. Das ist ein Journalist, freier Journalist, der beim Guardian viele Artikel einreicht oder für den Guardian schreibt. Und auf Deutsch heißt es übrigens Neuland, auf Englisch Regenesis. Ja, feeding the world without devouring the planet. Also die Welt ernähren, ohne sie aufzufressen. Und wie man hier sieht, auch extrem viel wichtige Stellen drin. Er geht halt wirklich richtig tief ins Detail. Was macht die Landwirtschaft kaputt? Nicht nur CO2, auch die anderen planetaren Belastungsgrenzen. Und mit welchen Formen von Landwirtschaft könnten wir stattdessen die Menschheit ernähren? Weil einfach nur zu verteufeln, das ist schlecht, weg damit, heißt ja noch lange nicht, dass wir dann auch wissen, wie wir es stattdessen machen. Und er besucht halt, das ist so eine kleine Reise durch seine Recherche, die er da gemacht hat, von Landwirt zu Landwirtin irgendwie, die irgendwie besondere regenerative landwirtschaftliche Praktiken anwenden. Agroforstsysteme und No-Tilling, also ohne Pflügen und so weiter. Extrem spannend. Die Tierindustrie kriegt ordentlich auf den Deckel, logischerweise, weil es gut recherchiert ist. Und ja, voll von Lösungen, wie wir in Zukunft uns ernähren können. Wem würdest du das Buch empfehlen? Ist für jedermann und jeder Frau. Also Okay. es ist Ein leichter Einstieg ja, in es die ist, es ist nicht Transformation? so verkopft und Okay. wissenschaftlich, sondern man sieht auch hier zwischendurch immer, das sind immer so relativ lange Abschnitte, wo nichts ist, was ich mir Ja. angekreuzt habe. Das ist dann so die blumige Einleitung, wo er dann ne, so ein bisschen Geschichte auch erzählt und spinnt. Also er nimmt einen mit auf diese Reise und dann kommen dann zwischendurch die Fakten rein, aber leicht verdaubar, wirklich leicht Okay. verdaubar. Ja, super Ja. Buch, sollte jeder Mensch, der sich dafür interessiert, wie ernähren wir uns denn, wenn wir keine Tierindustrie mehr hätten? Sollte das lesen. Und das von Friederike Schmitz. Absolut. Anders satt. Anders satt. Auch da Friederike Schmitz, auch da weiß ich, hat sich nochmal eine neue Gruppierung gebildet, ein neuer Verein gebildet. Auch da, so viel kann ich euch versprechen, wird es 2024. Die Zusage von Friederike habe ich, die ich nach einer Lesung zum Bahnhof gebracht habe. Und im Auto haben wir fest ausgemacht, es wird auch dazu eine Folge geben, was sie aktuell gerade macht und was sie gerade auf die Beine stellen. Auch da werden wir Also 2024 noch was finden. zu ihrem Buch Anders satt gibt es ein Interview bei uns, bei Vegans for Future schon. Aber zum Thema Könntest du ja mit Fahrradkonzepte, einblenden. das kann ich hier Nur einblenden. könntest du mit Wo einblenden. blenden wir es ein? Hier oben. Da oben, genau. Aber Aber wie zum gesagt, Faberkonzept, wie gesagt, da Fahrradkonzepte, werden wir. die hatten ja auch jetzt gerade ihre Konferenz, die sie aufgezogen haben in Berlin, Tierzahlen runter. Ein Kollege von mir war da, war extrem spannend und sehr produktiv. Ich war stattdessen feiern, dass wir das Leben von einigen Wasserbüffeln retten konnten. War auch eine wunderschöne Geschichte diesen Sommer. Und zwar bin ich angesprochen worden von drei vegan lebenden Menschen, die im Vorstand eines Umwelt- und Naturschutzvereins in jetzt fällt mir die Stadt nicht ein, egal, in Dingen sind.
In Dingsbums, das wird jetzt gepiept. Braunschweig. Braunschweig, so, siehst du, Braunschweig. manchmal muss man nur drüber Genau. reden. Und die haben auf ihren Naturflächen Wasserbüffel und schottische Hochlandrinder in einer extensiven Beweidung, um dort die Artenvielfalt zu fördern. Weil halt, wenn du wenig Rinder auf viel Land hast, sorgen die für Strukturierung, die wichtig ist für verschiedene Lebensformen, für verschiedene Spezies, dass sie sich da wohlfühlen. Das ist was ganz anderes, als wenn du mit dem Traktor drüber fährst und mähst. Ja? Und ja, bislang hat dieser Verein die Wasserbüffel und schottischen Hochlandrinder geschlachtet, Weideschuss, vermarktet als wunderbar artgerecht hergestelltes Fleisch. Und wir haben dann tatsächlich so viel Zuspruch generieren können, dass wir in einer Mitgliederversammlung es tatsächlich hinbekommen haben, eine Mehrheit zu bekommen dafür, dass diese Tiere, leider nur eine kleine Gruppe von erstmal 9 Tieren, nicht alle, aber als ersten Schritt, dass diese Tiere nicht mehr geschlachtet werden, sondern leben dürfen, bis sie so nach dem Motto, wenn die sich schon um unsere Naturwiesen und um die Ja. Artenvielfalt kümmern, warum sollten wir dann nicht respektieren, dass diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch mal hier leben dürfen und nicht aufgegessen werden? Zum Dank. Und Und ja, das haben wir an dem Abend gefeiert, wo dann in Berlin die Konferenz war. Aber ja, fand ich auch extrem wichtiges Ereignis dieses Jahr. Und hat mich richtig zu Tränen gerührt, wie wir das dann hingekriegt haben in dieser. Das war diese Mitgliederversammlung. Normalerweise kommen da so 30 Leutchen. Und es waren wirklich irgendwie 150 Menschen da. Und dann war das so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und am Ende hat dann wirklich das Projekt Langes Leben zumindest einer Gruppe von Wasserbüffeln jetzt ja, das Überleben gesichert. Da darf man auch ruhig mal applaudieren, Ja, finde ich finde ich auch. sehr, sehr schön. Bei mir waren dann, das ist jetzt ungefähr 2 Monate her, Heidrun aus der Kräuterpension am Wald zu Gast. Eine sehr, sehr schöne Folge, wo ich ähnlich wie mit Markus in Folge 156 auch über Kräuter gesprochen habe. Auch das interessante Themen. Mit Raphael habe ich in 100, Folge 151 über Pilze gesprochen. Das heißt, wir versuchen hier bei ganz normal vegan natürlich auch immer natürliche Lebensmittel mit einzubinden, was natürlich dann auch immer so ein bisschen dieses Argument wegnimmt, naja, vegan ist ja zu teuer. Wie kann zu teuer sein, was Und ich kommt aus in der Fabrik und kommt aus der und Fabrik, ist das nur ist dann das Chemie. nächste, ist nur Chemie. Ja. Also hier zum Beispiel, ich weiß gar nicht, hier in diesem braunen Fläschchen, da steht jetzt was anderes drauf, aber da ist getrocknete Hagebutte drin. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ich halte das mal hier rein. Getrocknete Hagebutte. Genau, und über solche Themen haben wir dann einfach mal gesprochen. Also sowas immer wieder auch thematisiert. Aber wir waren bei Lebenshöfe. Vegan Bullabühn war zu Gast. Ich kann nur sagen, die Folge mit Anna, Folge 150. Natürlich versuche ich zu den runden Zahlen, so alle 50 Folgen, was ganz Besonderes hinzubekommen. Und die Folge mit Anna, die hatte es in sich. Und die hat im Übrigen auch dazu geführt, dass sie mir gesagt hat, sag mal, Carsten, deine Vorschaubilder bei YouTube, die sind ein bisschen unsexy. Und darf ich dir das so mal sagen? Und sie ist sehr direkt. Das merkt ihr, wenn ihr euch die Folge anguckt. Da war direkt am Anfang schon, wuh. Aber sehr, sehr gut. Und ich bin Anna sehr, sehr dankbar. Und sie hat gesagt, sag mal, das solltest du ein bisschen anders machen. Darum sind viele der vergangenen Folgen, also so ein halbes Jahr zurück, habe ich jetzt, glaube ich, schon geschafft, neue Vorschaubilder mit einem kleinen Text, mit Logo. Und das Ganze sieht ein bisschen freundlicher aus. Ist darauf zurückzuführen, konstruktive Kritik von Anna, war eine tolle Geschichte. Dann auch zwischen 150 und 151 wieder so eine Folge mit Marcello, habe ich schon von gesprochen, Sofa-Aktivismus. Es gab auch Folgen zum Thema Motivation, um überhaupt mal ins Handeln zu kommen. Folgen, die ich mit Imke aufgenommen habe, auch die dann ohne Folgennamen, scrollte einfach mal so ein bisschen durch. Auch da gab es was. Und dann gab es natürlich ein. Kurz nachdem ich mit Anna gesprochen habe, wo wir vom Lebenshof gesprochen haben, gab es dann eine sehr
traurige Nachricht, denn Esther ist gestorben. Esther, The Esther the Wonder Pig, Wonder Pig, ja. die ihr vielleicht aus dem Film The End of Meat von Mark Pierschel kennt. Es gibt dazu ein Buch, auch auf Deutsch, Esther, das Wunderschwein. Da war sie noch klein. Da war sie noch klein. Die größte Liebesgeschichte aller Zeiten zwischen zwei Männern und ihrem Schwein. Ein Zitat von Ricky Gervais. Ricky Gervais. Gervais. Gervais, keine Ricky Ahnung, wie der Gervais. ausgesprochen Ich glaube, wird. Gervais wieder gesprochen. Von Steve Jenkins und Derek Water. Und ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen. Wir hatten erst diese kognitive Dissonanz. Und ich habe dieses Buch unter anderem meiner Mutter geschenkt, über 80. Und sie hat es geliebt. Es sind wunderschöne Fotos drin. Ein Buch über ein Schwein, das den beiden, Steve, angeboten wurde als, naja, wir haben hier ein Minischwein. Und dieses Minischwein verträgt sich aber mit unseren Hunden nicht, oder die Hunde nicht mit dem Schwein. Und wir suchen ein neues Zuhause. Und es ist ja nur ein Minischwein. Und ich lese ganz kurz nur vor. Der erste Besuch beim Tierarzt. Und ich glaube, dann versteht ihr schon, worum es in diesem Buch gehen wird. Esther war damals ja noch ganz klein. Doch so wie der Tierarzt einen Blick auf sie geworfen hatte, neigte er skeptisch den Kopf und sah mich fragend an. Was wissen Sie über dieses Schwein? Nanu, die Frage ließ nicht unbedingt Gutes ahnen. Ich erzählte dem Arzt Esthers Geschichte oder zumindest die Geschichte, die mir über sie erzählt worden war. Na schön, ich sehe da allerdings gleich ein Problem. Schauen Sie sich mal Ihren Schwanz an. Ich sah Ihren Schwanz an. Ich wusste nicht, was mir daran auffallen sollte. Ich hatte mich noch nie mit Schweineschwänzen befasst. Trotzdem tat ich so, als würde ich ihn genau unter die Lupe nehmen. Der Schwanz ist kopiert worden, sagte der Arzt. Sieht er deshalb ein bisschen stummelig aus? Fragte ich. Genau, sagte er. Bei einem Hausschwein, also einem Schwein von voller Größe, lassen die Besitzer den Ringelschwanz üblicherweise ein gutes Stück weit abschneiden. Dies minimiert Schwanzbeißattacken, ein neurotisches Verhalten, zu dem die Tiere neigen, wenn sie auf Zuchtfarmen auf engstem Raum eingepfercht gehalten werden. Nun, das hörte sich ja alles ganz furchtbar an, aber ich begriff nicht recht, was es mit Esther zu tun hatte oder warum irgendein Scheusal ihr das Schwänzchen gekürzt hatte. Ich kapiere nicht, worauf er hinaus wollte. Dieser Tierarzt sprach irgendwie in Rätseln, sodass die Wahrheit unausgesprochen in der Luft lag. Falls die Geschichte, die ihre Freundin Ihnen erzählt hat, stimmt, dass ihre Esther wirklich 6 Monate alt ist, könnte es sein, dass sie ein Kümmerling ist, das kleinste Ferkel eines Wurfs, das meistens kränkelt. Das haute mich fast um. Glauben Sie etwa, dass sie mich angelogen hat? Fragte ich, versuchte die möglichen Hintergründe dieser potenziellen Täuschung zu durchblicken. Ich kenne diese Frau, ich aber nicht. Also könnte es sehr wohl sein, dass sie einen Kümmerling abgekriegt haben. Bitte nennen Sie mein kleines Mädchen doch nicht dauernd ein Kümmerling, dachte ich. Und sich mein Verdacht als unbegründet erweist, ergänzt er, dann könnte ich ihr Schwein voll ausgewachsen, gut und gerne 30 Kilo auf die Waage bringen. Okay, sagte ich, womit ich ausdrücken wollte, dass ich mit so etwas gerechnet hatte. Das war nichts Neues. Falls aber nicht, fuhr der Arzt fort, sollten wir uns erst mit der Frage beschäftigen, wenn sie sich akut stellt. Und so viel sei an dieser Stelle gesagt, und ich werde es euch gerne auf dem Bild noch einmal zeigen. Ein bisschen schwerer geworden als 30 Ich zeige es euch Kilo. vielleicht an diesem Foto mal, wo ihr im Vergleich dazu, nämlich ich weiß jetzt nicht, ob es Steve oder Derek ist, aber ihr seht die Hunde und ihr seht diese Menschen. Also Esther ist eine große Sau geworden, ein wunderschönes Schwein.
mit einer tollen Geschichte, mit zwei tollen Männern. Die Geschichte ist sehr, sehr, sehr berührend. Aber am 19. Oktober ist Esther mit etwa 11 Jahren leider gestorben. Und das war am, ja, wie gesagt, 19. Oktober. Von daher wollte ich das gerne hier mit reinbringen. Und auch das ist nämlich etwas, wo wir natürlich bei Lebenshilfen und mittlerweile haben Steve und Derek aus all den Spenden, die sie erhalten haben, nicht nur für ein Schwein, sondern für sehr viele Tiere einen Lebenshof gegründet. Das ist natürlich etwas, wo Menschen, die auf einem Lebenshof arbeiten oder einen Lebenshof gegründet haben, immer wieder mit konfrontiert werden mag. Und Lothar hat mir gesagt, es vergeht fast kein Tag, wo nicht ein Tier stirbt. Wie gesagt, sie haben über 2000 Tiere und gerade Hühner, Enten, Gänse, die aus der Mast rausgeholt worden sind, die haben so viel Leid erfahren, dass sie leider auch sehr, sehr schnell und sehr häufig sehr früh sterben. Ja, das erlebe ich bei der Monroe Ranch auch regelmäßig, dass man dann wieder so eine Nachricht bekommt, ah, den kannte ich doch gut und der war immer so süß, wenn ich mit dem Heu kam und so und Ja. ja, leider, leider. Ja. Aber umso wichtiger, dass wir sie zu Lebzeiten mehr lieb haben. Und bestmöglich unterstützen, Ja. dass wir die Lebenshilfe unterstützen. Ich kann es nur noch mal sagen, ob ihr das über einen Laufverein macht, wie Laufen gegen Leiden, oder ob ihr es in privaten Aktionen macht, oder schaut euch die Folge Leider, Motivation leider mit ist Imke an. Weihnachten ja jetzt gerade vorbei. Jetzt können wir nicht mehr sagen, verschenkt doch zu Weihnachten eine Patenschaft. Aber der nächste Geburtstag kommt bestimmt, die Man nächste kann das Hochzeit auch kommt bestimmt. nachträglich zu Weihnachten Und schenken, vielleicht irgendwann. hat ja auch irgendjemand gerade jetzt nach Weihnachten die finanzielle Möglichkeit, die man sonst vielleicht nicht hat, aber weil es ein bisschen Geld zu Weihnachten gegeben hat, jetzt nochmal einen Lebenshof zu unterstützen. Und das ist durchaus eine Geschichte, die sehr, sehr empfehlenswert ist. Also viele Lebenshöfe sind, ich glaube, alle Lebenshöfe sind Komplett, drauf angewiesen, ja, komplett weil da spendenfinanziert, nichts passiert. Ja. weil vom Staat kommt da so gut wie nichts. Jetzt muss ich dir noch was Persönliches erzählen. Wenn alle zugucken. Eigentlich habe ich es ja schon gesagt, aber für mich eine der berührendsten Folgen in diesem Jahr war Ende des Jahres. Und zwar die Folge 154 mit Caro, mit der ich ein Thema aufgemacht habe, das vielleicht viele hier gar nicht sehen. Und darum möchte ich das nur mal ein bisschen erklären, warum ich das gemacht habe. Und zwar haben wir über Polyamorie gesprochen, über Beziehungsanarchismus, etwas, wo Anna auch schon ein bisschen drüber gesprochen hat, etwas, das mich sehr, sehr berührt. Und ich sage gleich auch warum. Und dieser Kanal ist nicht nur ein Kanal, der auf Lebenshöfe, auf Tierleid, auf den Umgang mit Tieren aufmerksam machen möchte, sondern es geht darum, die vegane Community vorzustellen. Menschen vorzustellen, die auch vegan leben, mit all Die ganz normal vegan sind. die ganz normal vegan sind. Menschen mit all ihren Sorgen, Ängsten, Nöten, mit schönen Dingen, mit Einschränkungen, mit, wir haben einige Folgen zum Thema Krankheit gehabt, wir haben über Depressionen gesprochen. All das, was Menschen betrifft. Wir haben über Rassismus gesprochen, wir haben über queere Themen gesprochen. Und wir haben dann mit Caro, nachdem Anna eigentlich von Vegan Bullabü das Thema Polyamorie Beziehungsanarchismus nur so angedeutet hat, habe ich mit einer lieben Freundin darüber gesprochen, wen wir kennen, mit wem wir da ein bisschen mehr drüber sprechen können. Und dann hat sie mir den Kontakt zu Caro hergestellt. Und dann haben wir ein sehr, sehr tiefes, für mich sehr berührendes Gespräch über eine andere Form der Beziehung geführt. Und das hat mich
sehr, sehr berührt. Und die, die die Folge gesehen haben, haben sich vielleicht gewundert, warum ich einige Formulierungen so gewählt habe, wie ich sie gewählt habe. Wir sprechen darüber, dass jemand in einer nicht monogamen Beziehung lebt, sondern in einer polyamoren Beziehung. Was, und das muss ich an dieser Stelle sagen, ja nicht bedeutet, dass wir propagiert haben, dass das die einzige richtige Form ist. Darum geht es gar nicht. Wer in einer monogamen Beziehung ist und sich da wohlfühlt und darin sich sicher fühlt, geliebt fühlt, der soll das so machen. Und dann freue ich mich für jeden, der darin glücklich ist. Aber wir wollten einfach mal das Fass aufmachen, dass es auch Menschen gibt, die in anderen Beziehungsformen leben. Und ich gehöre dazu. Du gehörst dazu. Ich gehöre dazu. Ich lebe ebenfalls noch nicht sehr lange. Das war für mich alles sehr, sehr frisch. Darum hat mich diese Folge sehr, sehr berührt in einer polyamoren Beziehung. Das heißt, meine von mir sehr geliebte Freundin, Herz geht raus, hat noch eine weitere Beziehung mit ihrem Mann, mit dem sie seit 7 Jahren zusammen ist. Und sie hat zwei Beziehungen. In dieser Beziehung, und das ist sehr, sehr wichtig, und das versuche ich in der Folge mit Caro aufzuarbeiten, geht es nicht primär um Sexualität, sondern es geht darum, dass ein Mensch zwei Menschen lieben kann. Etwas, das ich bei mir sehr, sehr früh festgestellt habe, dass ich für mehr als einen Menschen Liebe empfinden kann. Und bei Caro war das genauso. Und sie erzählt aus ihrer Kindheit. Und mit diesem Wissen wird man jetzt die Folge vielleicht noch ein bisschen anders sehen. Also Ich fand es so schön in der Folge, wie sie gesagt hat, oder hast du es gesagt, wenn ich statt einer Person zwei Personen liebe, dann ist das ja nicht nur 50% Liebe für genau. den, sondern es verdoppelt sich im Grunde. Ich kann zwei Personen 100% lieben. Genau, Oder drei oder das vier. ist Ne? das, Ja. was ich von Eltern immer erwarte, dass wenn sie zwei Kinder haben, dass sie natürlich beide Kinder gleich lieben. Und nur weil das zweite Kind kommt, wird das erste Kind jetzt nicht mehr nur zu 50% geliebt und die anderen 50% bekommt das zweite Kind, sondern ich liebe beide Kinder zu 100%. Und bei uns ist halt auch so, dass meine Freundin halt eine Beziehung zu ihrem Mann hat, eine sehr liebevolle Beziehung, und sie hat eine sehr liebevolle Beziehung zu mir. Wir Männer untereinander haben keine Liebesbeziehung miteinander, aber wir verstehen uns sehr, sehr gut. Wir sind sehr, sehr respektvoll miteinander, und das ist etwas, was sicherlich langfristig, da sind wir uns sehr, sehr sicher, immer auch Konfliktpotenzial bietet. Da rede ich auch mit Caro ganz offen drüber. Und am Ende, wer die Folge noch nicht gesehen hat, haben wir beide Tränen in den Augen, weil ich sie frage, ob sie es schon mal bereut hat, Polyamor zu sein. Und ich kann nur von meiner Seite sagen, ja, es ist natürlich so, zwei Menschen zu lieben oder mehr wie einen Menschen zu lieben, möchte ich sagen. Das macht natürlich einiges komplizierter. Man sucht sich das nicht aus, dass man so viel Liebe oder dass man Liebe auch für einen weiteren Menschen empfindet, dass das immer auch ja, vielleicht ein bisschen anstrengender ist. Das ist vielleicht so. Auch das erleben wir jetzt gerade. Aber ich erlebe gerade etwas, und ich will meine früheren Beziehungen nicht schlecht machen, darum nicht. Aber ich erlebe, dass das, was wir jetzt gerade haben, nur funktionieren kann mit ganz, ganz viel Achtung, Respekt und reden, reden, reden. Wie oft wir uns untereinander fragen, wie geht es dir mit der Situation gerade, wie geht es dir im Miteinander, das ist schon beachtlich, und wie viel wir miteinander reden, das ist wirklich etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Und ja, ich möchte es aber halt auch einfach sagen. In der Folge mit Caro
Da war das alles noch sehr, sehr frisch und ich war da auch noch sehr, sehr vorsichtig. Ich habe es ersten Menschen erzählt. Viele, die natürlich geguckt haben, ja, wie kann das denn funktionieren? Aber ich muss fairerweise sagen, gerade in der Bubble, in der ich mich befinde und in meinem Freundeskreis, es gab nicht eine negative Hat Reaktion. keiner gesagt, wie kannst du nur? Nein, überhaupt nicht, sondern vielleicht sind wir da in unserer veganen Bubble halt auch einfach ein bisschen offener. Vielleicht sind wir eher bereit, über den Tellerrand zu gucken. Ich weiß es nicht. Aber ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber ich bin einfach an einem Punkt, dass ich das nicht mehr verstecken möchte. Ich möchte darüber Da reden gibt es ja auch können. nichts zu verstecken, oder? Genau, es ist eine Entscheidung zwischen uns und wir sind lieb zueinander. Wir sind respektvoll miteinander. Und alles, was wir in dieser Folge zeigen möchten, ist, dass man vielleicht einfach mal drüber nachdenkt, ob es auch andere Beziehungsformen geben könnte. Das ist unser letztes Buch. Das heißt, Treue ist auch keine Lösung. Ein Plädoyer für mehr Freiheit in der Liebe, das ich mir vor Monaten, also lange bevor ich die beiden kennengelernt habe, schon gekommen. Und auch bevor du es selbst empfunden hast. Nee, das kann ich so nicht sagen. Ich habe immer schon sehr starke Gefühle für Menschen gehabt und es gab immer auch Situationen, wo ich einen Menschen geliebt habe und trotzdem da ein anderer Mensch war, für den ich aber auch, wo ich einfach gespürt habe, da sind auch ganz, ganz starke Gefühle. Ich aber immer das Gefühl hatte, ich muss das unterdrücken, weil das ist ja nicht richtig. Weil die Gesellschaft Die verlangt von mir, Gesellschaft dass ich mich verlangt doch entscheide. natürlich, dass ich mich Ja. entscheide und eine nicht monogame Beziehung kann ja nicht in Ordnung sein. Dabei, und da geht es gerade in diesem Buch drum, ist Untreue etwas, das sehr, sehr häufig vorkommt. Also viele Menschen sind nicht monogam, aber machen das alles heimlich, verbunden oftmals mit ganz vielen Lügen. Und letztendlich dadurch mit ganz viel Respektlosigkeit. Und das erlebe ich halt gerade bei uns ganz anders, dass wir sehr, sehr ehrlich sind in allem, was wir tun, in Dingen, die wir denken, in wie wir miteinander umgehen. Und ja, es ist einfach wunderschön. Wir sind sehr, sehr liebevoll miteinander. Und ja, ich freue mich auf 2024. Ich wünsche mir natürlich, dass es so bleibt. Das wünsche ich dir auch. Toi, toi, toi. Ich klopfe jetzt auf Holz. Toi, toi, toi. Natürlich. Aber wir sind bereit, daran zu arbeiten. Und ich glaube, nur dann kann das funktionieren. Eine Garantie gibt dir keiner. Oder wie heißt das immer so schön, wenn du eine Garantie willst, kauf dir einen Toaster. Aber die Garantie hast du ja auch nicht in einer monogamen Beziehung. Aber genau, diese Garantie hast du in einer monogamen Beziehung halt auch nicht. Und wir sind einfach was anders. Und ein sehr, sehr schöner Kommentar war von ihrem Ex-Mann, die neue Lebensgefährtin, Frau, weiß ich jetzt gerade nicht, die verheiratet sind. Die hat sie an der Seite genommen, nachdem sie mich kennengelernt hat, und hat zu ihr gesagt: Ich finde das ganz, ganz mutig, was ihr macht. Und ich finde es toll, wie ihr damit umgeht. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück. Und das ist einfach etwas, was ich auf diesem Kanal immer auch mal wieder machen möchte, etwas Neues vorzustellen. Darum auch queere Themen, darum auch tolle Interviews wie mit Linus über Transidentitäten. Einfach mal zu zeigen, wie die Welt halt auch anders sein könnte, wie einige Dinge anders sind. Und dass die Welt nicht so ist, wie man es immer denkt, in den Ja, oder großen Standardkategorien. Ja, vielleicht es gibt halt viel auch mehr einfach Facetten. mal den Mut zu haben, weiter zu denken. Und ich lese noch mal ganz kurz aus dem Buch vor. Haben Sie kurz Zeit? Dürfen wir Sie mal eben mit ein paar scheinbar haltlosen Behauptungen reizen? Ja? Wunderbar, dann legen wir gleich los. Treue ist Liebe, Untreue auch. Untreue ist statistisch ebenso normal wie Treue.
Das kennen wir, glaube ich, alle. Es ist jedem Menschen möglich, mehrere andere Menschen gleichzeitig zu lieben. Definition von Untreue gibt es so viele, wie es Menschen gibt. Wo fängt bei dem Einzelnen Untreue an? Die meisten Menschen halten sich für treuer, als sie sind. Kein Mensch kann sich in Sachen Treue mit einer Amöbe messen. Das sollte zu denken geben. So auch sehr, sehr witzig. Mit Amöbentreue, Scheinbar ja. Treuewesen. Scheinbar ja. Es soll möglich sein, offener zu lieben. Das hat man mal irgendwo gehört oder gelesen, aber als Option wahrgenommen hat man es nicht. In der Beziehungsleitkultur der Monogamie werden andere Modelle als nicht erlebbar abgeurteilt, nach dem Motto, die freie Liebe ist gescheitert. Tja, ist sie das wirklich? Wir haben sie seit längerer Zeit beobachtet und verraten ihnen ein Geheimnis. Sie treibt sich herum, sie zieht um die Häuser, sie lebt da, wo keiner sie vermuten würde. Sie ist ein Kind der Freiheit und das spüren wir auch, wenn sie uns richtig erwischt. Wenn wir verliebt sind, dann scheint alles möglich. Es herrscht ein Gefühl der Freiheit und Grenzenlosigkeit, das uns glauben lässt, der Horizont sei nur einen Schritt entfernt. Dieses Gefühl trägt uns durch jede Minute des Tages. Wir haben uns in jemand anderen und damit eine Erweiterung unserer selbst gefunden. Dass wir, nachdem wir uns vielleicht schon lange gesehnt haben, ist plötzlich Wirklichkeit. Ein Blick aus den Augen des geliebten Menschen verleiht uns Flügel und wir spüren, wer und warum wir sind. Was dann einsetzt, ist ein leiser, vollkommener, unschuldiger Impuls des Festhaltens am frisch erblühten Glück. Augenblicklich, Augenblick. Verweile doch. Eben dieser Impuls dreht dem ganzen Zauber über kurz oder lang ziemlich zuverlässig den Saft ab. Mit einem Mal geht es ums Festhalten, um Verträge und Sicherheit, denn unser Garten Eden, das ist er ohne Zweifel, soll natürlich ewig blühen, haben wir nämlich unser Ich auf ein Wir erweitert, hängen wir daran fast so wie an unserem Leben. Und in diesem Buch geht es darum, inwieweit das natürlich ist. Und inwieweit es halt auch anders sein könnte, inwieweit dieses Anderssein nicht eine Gefahr, sondern eine Chance ist. Und von daher finde ich es ganz, ganz spannend, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das bedeutet nicht, ich möchte nur noch mal erwähnen, dass jeder jetzt Polyamor leben sollte. Aber ich kann für meinen Teil sagen, ja. Ich kann einen Menschen lieben, ich kann einen Menschen lieben und vielleicht mit ihm eine ganz, ganz enge Beziehung haben, ohne dass Sexualität gelebt wird. Ich kann eine enge Beziehung zu zwei Menschen haben, die ich für unterschiedliche Dinge. Es ist doch im Prinzip eigentlich krank, dass ich von einer Partnerin, von einem Partner alles erwarte. Sollen meine beste Freundin mein bester Freund sein, meine Sportpartnerin und oder Sportpartner. Er soll sexuell mir all das geben, was ich mir wünsche. Er soll aber auch, sie soll aber auch im Prinzip ein Familienmensch sein. Eine Person für alles. Und einfach mal ein Schrittchen weiter zu denken. Und das möchte ich halt mit diesem Podcast erreichen. Natürlich jetzt auch in diesem Fall aus persönlichen Grund, dass ich halt einfach sage, ja Mensch, ich lade euch ein, einfach mal ein Stückchen weiter zu denken. Und es war ganz süß. Einige meiner Freundinnen und Freunde wissen das natürlich, dass es diese zwei zauberhaften Menschen in meinem Leben gibt, mit denen ich Urlaub plane, mit denen ich Zukunft plane. Und sie wussten das vor der Folge schon. Und haben die Folge natürlich mit ganz anderen Augen und Ohren wahrgenommen. Und ja, und von daher möchte ich es jetzt aber kundtun. Es ist so, wie es ist. Und ich bin darin gerade sehr, sehr glücklich. Und ich finde es einfach spannend, sich auch damit mal auseinanderzusetzen. Danke für deine Offenheit. Ja, das ist vielleicht eine der persönlichsten Folgen, die ich je gemacht habe. Ich habe sicherlich in Folge 50 viel zu meiner Geschichte erzählt, wie ich zum Podcast gekommen bin. Aber das ist einfach nur mal etwas, was mir im Moment gerade sehr am Herzen liegt. Und ja, was halt, denke ich, 2024 für mich auch nochmal ein sehr, sehr großes
Thema sein wird. Aber wie gesagt, ihr Lieben, ich bin sehr, sehr dankbar, dass es euch gibt. Schön. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich finde das, also klar, vor dem Hintergrund der typischen gesellschaftlichen Konventionen, um Himmels Willen, ich habe eine Beichte zu machen. Ich bin nicht so wie der Standardbürger. Aber scheiß drauf. Solange man das Gefühl hat, es fühlt sich richtig an, wir verletzen niemanden damit, go for it. Absolut. Und auch dazu kann ich immer wieder, und da schließt sich auch der Bogen wieder zum Veganismus, dem Podcast Liebe fühlen, fühlen von Pia Krafutter. Liebe fühlen, fühle Liebe. Wir blenden das hier Wir live blenden das ein. nochmal ein. Pia, verzeih es mir, nur empfehlen, die auch lange in einer Poly-Beziehung gelebt hat, zwei Partner hatte und gerade dazu mit ihrem ersten Partner, mit Bodo, gerade jetzt ganz aktuell eine neue Podcast-Folge rausgebracht, wo er das erste Mal ihr zweiter Mann, also der Mann nicht abwertend oder rangfolgenmäßig, sondern der Mann, der dann dazugekommen ist, mit dem hatte sie häufiger mal eine Podcast-Folge gemacht und jetzt spricht das erste Mal Bodo. Also von daher auch das ganz aktuell. Ja, auch das werden wir unten einfach nur mit einblenden, beziehungsweise unten mit verlinken. Ja, und dann sind wir auch schon fast am Ende des Jahres angekommen. Danach gab es noch die Weihnachtsfolge mit Tina, beziehungsweise es gab dann noch eine Folge mit Stefan, der im Übrigen der Lebensgefährte, einer der Lebensgefährten von Caro ist. Es gab eine Folge mit dem Kräuterbengel, es gab eine Folge mit Carrots Don't Cry. Lustigerweise habe ich Stefan und Caro im September ganz kurz kennengelernt auf der Animal Rights Conference. Und als du dann mich anriefst, ich habe gerade das Interview mit der Caro abgedreht und ach die, und dann, ja, Ja, sehr, sehr dann waren schön. wir ja ganz Ja. schnell dann in Nürnberg, ne? Und Ja. Caro und Stefan, die auch aktivistisch sehr, sehr, sehr aktiv sind. Mit Stefan habe ich sehr viel gesprochen, auch über Anonymous for the Voiceless. Warum wir das ein bisschen kritisch sehen. Da gab es so ein bisschen in den Kommentaren bei mir, naja, da hätte man jetzt noch ein bisschen tiefer gehen können. Ja, und an dieser Stelle der Hinweis, macht die Folge nochmal auf, geht in die Kommentare. Stefan hat nämlich eine Stellungnahme, die nochmal viel, viel tiefer als in dem Video geht, noch nachträglich geschickt. Die habe ich in die Shownotes mit eingebunden, aber ich habe sie auch in den Kommentaren nochmal mit reingesetzt. Schaut da nochmal eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung, warum wir da durchaus Probleme sehen. Ja, Carrots Don't Cry waren da. Wie gesagt, das zum Jahresabschluss nochmal. Wo du gerade die Carrots erwähnst. Ja. Einerseits wollte ich noch mal kurz Werbung machen für den letzten Song, den sie gemacht haben. Da habe ich ein kleines bisschen beim Musikvideo mitgeholfen, Innocent Consumer. Der Song ist richtig nice geworden, finde ich. Und Hast du mich gehört im Hintergrund? warst du auf dem Ich Live-Konzert? war bei dem Live-Konzert dabei, also ich habe hinten ganz laut Von der gerufen. Mitschnitt, okay. Ich habe hinten ganz laut Das war mitgesungen. der Das Gleis 22, oder? nee, 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 Aber das war mindestens, ne? in einer Baracke. Das Ja. war Album-Release von Neo C. Ja, Und genau. da war Olli da und da hat Olli dann Innocent Consumer gesungen. Im Übrigen etwas, was viele, glaube ich, gar nicht mitbekommen haben, weil leider, glaube ich, viele die Shownotes nicht lesen und da nicht reingucken. Ich mache mir da schon Gedanken bei dem Text. Unter anderem hatte ich in diesem Text eingebunden, dass wir doch alle mal gemeinsam versuchen könnten, Innocent Consumers, den Song, der wirklich grafisch so fantastisch ist, mit tollen Fotos, tolle Musik, bei dem Link passt alles. Also wenn du da mitgewirkt hast. Ein bisschen. Olli hat um mein Feedback gebeten und dann haben wir noch ein bisschen dran rumgefeilt. Respekt, Ja. also wirklich jeder, der daran beteiligt ist, wie ganz, ganz großes Kino, wo ich gesagt habe, ja, lass uns das Ding doch einfach mal durch die Decke gehen lassen bei YouTube. Einfach mal teilen, Lass uns doch ne? einfach Ja. mal alle,
Alle teilen jetzt dieses Video. Alle liken das, alle kommentieren das und alle teilen das. Und dann mal gucken, was so ein Video dann bewirken kann, wie wir so einen Algorithmus anfeuern können. Und ja, ich finde es ganz großartig. Vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, was ist zu sehen? Ja, also es geht ja, das ist ja eine Coverversion von Innocent Soldier, heißt es, glaube ich. Und ja, geht so ein bisschen analog zu diesem, ja, ich habe ja nur einen Befehl befolgt. Ne? Ich habe ja nur das gemacht, was ich schon immer gemacht habe. So der unschuldige Konsument, der halt im Supermarktregal Oder einfach nur ins Regal greift, einfach nur ins genau. Regal greift. Es ist ja ihm gar nicht vorzuwerfen, solange er es nicht reflektiert und sich bewusst macht. Was unterstütze ich denn damit ein? Dann ist man nicht mehr unschuldig, weil wenn man es weiß, kann man es aufhören. Ja. Ja, Toller wer. Song, toller Song. Wie, ich kann nicht anders sagen. Leute, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, geht da bitte drauf. Blendest du es ein? Ja. Hier, da so. Da blenden wir es ein, Okay, genau da. also da sollte jetzt eine Einblendung sein. Nicht jetzt, also mach das Ding meinetwegen schon mal auf, aber jetzt guckt ihr natürlich das Video, das Interview oder unser Gespräch jetzt erst bis zum Ende, aber danach guckt euch das Video mal an und auch da lasst den Song 4 Minuten durchlaufen Ja. und dann liken, teilen und nett kommentieren und dann lasst uns doch einfach mal gucken, dass ist kein, ich halte dir die Vegan-Karte vor Augen. Ich schicke dir ein Video mit grausamen Tierbildern. Darum geht es in dem Video nicht. Es ist doch eine ganz natürliche Art und Weise, einfach so einen Song einfach mal in die Timeline mit reinzupacken. Ja. Ein Song, der mich berührt, mache ich mit anderen Musikstücken auch. Einfach mal teilen. Einfach mal teilen. Denn das ist der große Wunsch, den Olli geäußert hat, dass man vielleicht darüber irgendwo die Chance hat, irgendwann auch mal auf Straßenfesten zu spielen, auf Veranstaltungen zu spielen, die nicht primär für vegan lebende Menschen gemacht sind, sondern wo nicht vegan lebende Menschen dann aber auf einmal mit solchen Songs konfrontiert werden. Ja. Und ja, ich glaube, da haben wir mit dem Song wirklich einen sehr, sehr guten Einstieg. Und er ist wirklich grafisch absolut toll gemacht und musikalisch. Also ich höre den wirklich auch so einfach sehr gerne. Also bei mir hier in der Küche läuft der regelmäßig. Apropos Song, der nächste Vegans for Future Song ist in der Pipeline. Da bin ich gespannt. Thema? Tatsächlich geht da diesmal ein bisschen mehr ins Herz, Okay. als ja, halt Klima- und Umweltfakten aufzuzählen, wie bei Stell dir mal vor oder bei Gewissensbisse hatten wir ja auch beim ersten Song, hatten wir auch so ein bisschen mehr so die Fridays for Future Bubble im Fokus. Ja, und diesmal geht es direkt ins Herz. Ich habe, es ist eine längere Geschichte, ich versuche es so kurz zu machen. Die Band, die auf meiner Hochzeit gespielt hat, Okay. war auf dem Juicy Beats und ich habe auf dem Juicy Beats beim Peterstand gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, ich komme immer zu euren Konzerten, kommt ihr doch mal zu mir, wenn ich arbeite. Und ja, dann haben die ein klein bisschen Outreach bekommen und ich hatte diesen Stempel von Peter, nice zu Tieren. War mitten im Sommer, alle waren so leicht bekleidet und dann meinte ich so zu der Sängerin, ich so, und bist du auch nice zu Tieren? Ja, klar. Ich so, möchtest du auch einen Stempel? Ja, klar, ne? Mach, komm, mach hier hin und dahin, wenn ich dann gleich singe mit Mikrofon, dann sehen die das alle, ich bin nice zu Tieren. Ne? Dann habe ich sie gestempelt und dann saß sie so und musste trocknen lassen. Ne? Ja, ehrlich bin ich ja eigentlich nicht nice zu Tieren, weil ich esse die ja noch. Kam so von selbst drauf, nur weil sie gestempelt wurde. Und dann habe ich nur zu ihr gesagt, merkst du selber, ne? Und habe sie dann so damit hängen lassen. 2 Wochen später, übrigens, wir sind jetzt vegan. Also, ne? Und daraufhin habe ich dann, Das ist auch alles dieses Jahr passiert, ne? ist dieses Ja, Jahr alles nochmal dieses gewesen, Jahr, ne? ja. Und daraufhin habe ich dann einen Song von denen umgedichtet und denen quasi geschenkt.
Also der ursprüngliche Song heißt Please Be So Nice to Share Your Skills. Und ich habe jetzt draus gemacht den Refrain, ich bin so nice zu allen Tieren, denn ich esse sie nicht auf. Okay. Ja. Wie ich mir bei dir vorstellen kann, wahrscheinlich wieder sehr, sehr schönes Videomaterial, was du mit einbauen wirst. Bis jetzt habe ich noch keine Idee, aber also der Song steht, die wissen Bescheid. Ich habe im Januar, falls jemand in der Nähe von Dortmund wohnt, im Januar beim veganen Brunch, beim Vegan Weekend Brunch in der Pauluskirche bei Pfarrer Laka, haben wir unseren ersten Auftritt. Okay. Ja, Generalprobenauftritt. Wir hoffen, dass da dann irgendwie eine vernünftige Aufnahme entsteht, wo man dann mal gucken kann, was machen wir für ein Musikvideo drunter. Okay. Ja, bleibt gespannt. Oder kommt direkt hin nach Dortmund und schaut euch das live an. Ich weiß gar nicht, 21. oder so. Ist auf alle Fälle noch ein bisschen Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Einblendung Vielleicht gibt. gibt es eine Vielleicht gibt es eine Einblendung. Einblendung. Wir müssen mal mit demjenigen reden, der das dann Ja, genau. Ich nachschneidet. habe da eine Idee. Und dann seid ihr vielleicht bei der Veranstaltung mit dabei und dann vielleicht auch mit in dem Video. Wer weiß. Also, wie gesagt, ich war einmal mit dabei. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Mal gucken, wie die Situation da ist, aber. Wenn dann alle da sitzen und essen, wird wahrscheinlich nicht so tolles Videomaterial entstehen. Aber da geht es erstmal um die Live-Performance und die Aufnahme. okay, Dann bin gucken wir sehr, mal. sehr gespannt. Aber eins kann ich schon sagen, so die Grundidee ist, dass wir mit den Protagonisten des Videos auf Lebenshöfe fahren und dort wirklich Material produzieren, wie mit Tieren gekuschelt wird und ja, wie man nice zu Tieren ist. Ja. Kenne ich ein paar Lebenshöfe, die hier in der Umgebung sind, die fallen mir ein. Gibt ein paar Tiere, mit denen ich auch ganz gerne mal wieder kuscheln würde. Also von daher, ja, wer weiß, vielleicht brauchst du dann noch jemand, der mit dem Waschbären kuschelt oder so. Und dann Mal gucken, weißt du ja, wen du vielleicht ansprechen komme ich musst. da noch mal auf dich zurück. Ja, genau. Ich habe da auch noch meine zwei Patengänse, die zwar nicht so mega doll auf Kuscheln stehen, dafür aber auch Wassermelone. Und wenn ich Wassermelone mitbringe, dann ist vielleicht auch ein bisschen Kuscheln drin. Und damit auch ihr jetzt heute noch Zeit zum Kuscheln findet, machen wir jetzt, glaube ich, langsam Schluss. Denn wir sind mal wieder deutlich über 2 Stunden. Ich glaube, 2 Stunden 10 haben wir jetzt, ne? 2 Stunden 10. 2 Stunden hatten wir uns vorgenommen. Das war eigentlich so unser Limit, da sind wir knapp drüber. Aber Also gut. für unsere Verhältnisse Punktlandung, Für unsere Verhältnisse wirklich sehr, oder? sehr, sehr gut, wer uns schon länger kennt. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht, Dito, Tim. Dito. Super, weil ich meine, du bist nach hierhin gefahren. Ja gut, aber ich wohne ja auch um die Ecke. Naja, gut. Bist gefahren. Jetzt speichern wir das Ganze gleich auf deinem USB-Stick ab und ich weiß, dass du wieder sehr viel Zeit investieren wirst, um das Ganze Material aufzuarbeiten und da bin ich dir jetzt schon dankbar für. Und ich denke, wir behalten das bei. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Haben Jahr wir wieder. eine neue Tradition? Ich habe übrigens eben überlegt, das ist schon das dritte Mal, oder? Das dritte Mal, das erste Mal war ein Interview mit dir. Und dann letztes Jahr Jahresabschluss, dieses Jahr Jahresabschluss. Davor, im ersten Jahr war es, glaube ich, noch, Hat man da nicht auch was im wenn Dezember mich gemacht? Arbeit von ärgert. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau, aber die Leinöl. Zeit Ich sage nur vergeht wie Flug. Leinöl. Ja, gut, ich meine, wir werden immer älter. Ich habe die 50 durchbrochen, also Ja, und die ich. ganzen Mangelerscheinungen, Ja, die Mangelerscheinung, genau, bei Gras und Steine. ne? Da bleibt natürlich nicht So. viel über. Ja, so, bevor wir jetzt anfangen, hier noch mehr rumzukaspern, Leute, ich wünsche euch, oder wir wünschen euch, kommt gut ins neue Jahr. Solltet ihr jetzt gerade direkt an Silvester, so, ne, Sonntag ist Silvester. Sonntag, genau. Auf Silvester kommt das genauso. Also solltet ihr sie heute schon sehen, kommt heute Abend von heute auf morgen, kommt gut ins neue Jahr. Solltet ihr sie jetzt 2024 erst sehen, wir wünschen euch von ganzem Herzen ein schönes 2024. Wir freuen uns, wenn ihr uns anquatscht, wenn ihr uns auf irgendeinem Straßenfest seht und wir werden auf einigen wieder vertreten sein, das können wir jetzt schon sagen. Quatscht uns an, schreibt uns, wir haben da wirklich
Spaß dran. Wir gehen da gerne in den Austausch. Und ja, gesundheitlich, privat, sportlich, tierschutzrechtlich, tierkuschelig und lecker, voller Appetit, aus dem Vollen schöpfend. Seid lieb Und zueinander seid lieb zueinander. und zur Erde. Wünschen wir euch alles Gute für 2024. Und wenn ihr alle so ein bisschen mithelft, werden wir unsere Kanäle noch größer machen, Vegans for Future, den Kanal. Wir werden diese Aktion deutlich größer machen. Und wir haben natürlich auch die Chance, ganz normal vegan größer zu machen. Vielleicht schaffen wir es, 2024 die Tausender-Marke an Followern zu knacken. Da sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Schickt uns gerne Themenvorschläge, schickt uns gerne Informationen zu Menschen, die ihr gerne mal hier sehen wollt. Stellt Bezug her, wenn es ums Klima geht, immer wieder, bitte auch mit Tim. Und wir bleiben weiter in Kontakt und wir freuen uns auf euch und wir danken euch jetzt erstmal für ja, die ganzen Likes, Kommentare, netten Ansprachen, all das, was ihr uns 2023 geschenkt habt. Ich weiß, an deinen Infoständen haben immer sehr, sehr viele Menschen gestanden, haben sich interessiert gezeigt, haben mit dir gesprochen, haben Infomaterial mitgenommen. Unfassbar, was Tim da leistet. Für all die Menschen, die wir auf den Schließungen aller Schlachthäuser-Demos getroffen haben, die mit uns gemeinsam durch die Straßen gezogen sind. Für euren Aktivismus herzlichen Dank und natürlich, dass ihr diese Videos liked, kommentiert und teilt. Okay, eine Sache hat er noch. Eine. 3. Februar, Samstag, 3. Februar, große Demo in Dortmund gegen die Messe Jagd und Hund. Laufdemo aus der Innenstadt zur Westfalenhalle hoch. Dann wollen wir den Jägern mal ordentlich Feuer unterm Hintern machen. Genau. Kommt dahin. Ganz, ganz wichtige Geschichte werden wir aber auf alle Fälle auch bei ganz normal vegan nochmal teilen. Und vielleicht können wir auch nochmal gucken, mit wem wir da sprechen können, vielleicht auch nochmal in irgendeiner Weise thematisieren. Aber da ist auch schon etwas geplant. So viel sei an dieser Stelle versprochen. Also es kommt einiges 2024 auf uns, auf euch zu. Wir wünschen euch von ganzem Herzen alles, alles Liebe. Und jetzt erstmal ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und ja, wir schicken euch noch mal ein paar Herzen. Alles, alles Gute, macht's gut. Seid lieb zueinander. Bis bald. Ciao, Ciao. ciao.